Hatte. Und zwar, ein Volk wird nie erfolgreich sein, wenn, wenn die Frau die Herrscherin ist. Yani Aisha, فَلَمَّا غَدَمَتْ عَيْشَ يَعْنِي الْبَصْرَ صحيح. Authentische Überlieferung. Also die Chefin war, Aisha. Ja, Moment, das ist was. Moment, Bruder. Yes, zum Beispiel, wenn erst ich habe Geld und ich habe eine Maschine, zum Beispiel eine Fabrik, wo ich kann mach schreiben und mach du. Ich sag, so soll so passieren. Danach, ich bin dumm. Das ist ein Terminologie. Glauben, du glauben, dass so richtig da war? Das ist Terminologie. Du wegen bei dir Gott. Du glauben, was jetzt schreiben da, dass die war? Ich will helfen dir. Das ist doch wahr. Glauben, dass die war, ja. Das ist richtig 100%. Wegen bei dir Gott, ich will. Das sind doch eure Bücher, das steht bei euch. Du sagst du Leute im Internet, du, das ist falsch. Wegen Sayyidina Ali, wenn er kam, bei dieser Zeit, Sayyidina Aisha. Lama Aisha und Sayyidina Fasam, Sayyidina Amma, خليتني انسى اللهم صل على سيدنا محمد في هذا الزين ابن ياسر عمار ابن ياسر فسيدنا معاويه زين عمار هي غن فن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو زي مخ فن انفق بي المدينه فسي زاقين زاقين تقتلوني يا رسول الله يعني زي توت انديش من دراجن دي شتايني زاق يا عمار تقتلك البيئه الباغيه Aber du bestätigst doch gerade meine Argumente. Ja, und Ammar wurde von wem getötet? Er hat das Thema gewechselt. Er springt. Okay. Yani, der Gesandte. Ein Moment. Der Gesandte sagte zu Ammar, die Ungerechten werden dich töten, richtig? Ja, nicht, wenn sie macht die Moschee. Tachtilak fi atil baghia. Du wirst von den Ungerechten getötet. Das bei dieser Zeit, wo die Schlacht bei Jamal, wo die Ma'arakat Jamal, wo sehen ihn mit Ali, Sayyidina Ali, mit Sayyidina Ali. Mit Sayyidina Ali. Er bestätigt gerade meine Argumente. Also Aisha hatte Unrecht. Aisha nicht hatte Unrecht. Aisha, sie kann wegen Frieden. Warte mal, ein Moment. Hassam, ein Moment, bitte, ein Moment. Rala Rasulullah, Ali und Minni und Anna Minna. Ali ist von mir und ich bin von Ali, okay? Alles gut. Das heißt, Hassam, bis lahva. Yani, wenn jemand gegen Ali ibn Abi Talib kämpft, er kämpft gegen den Propheten. لك يا اخي ما جبس ما تجيبش دلوقتي ما تجيبش بس بسين ما قتلوا عثمان وسيدنا علي بهم بديش تراي سيدنا معاويه دلوقتي زي فيل يستر اخي سيدنا علي كثير من كل القبائل وازاك سيدنا علي قال لهم لك يا عمي اذا هلا بدنا ناخذ نعمل هاي بدها تصير ايش فشتك انشولدونغ نيمي اوف دويتش بيت اوف دويتش اس جيت نيش اوف دويتش ازاك بس يس سوفيل فاميلي كوزا فاميلي يس ايش نيمي في يدي اني فاميلي دي زيروتي بس اشتختي سيدنا عثمان بيك اندراخي دان كم سوفيل ايفل بارتن 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 سيدنا معاويه دلوقتي مخطوط دغون اين وتشوف warte mal, wer hat Othman, wer hat befohlen, Othman zu töten? Die Munafiqun, die fitni, was passieren, Leute, kamen da drinnen. Und wir hatten Schützen ihn, Sayyidina Hussein, radiallahu anhu, und Hassan. Nein, bitte, jetzt lass mal Hussein. Aber wer hat befohlen, Othman zu töten? Diese Leute, Judisch, Munafiqun, Lügner, Leute, sie sind so viel von anderen Dorf, so von anderen. Aber ich bin nicht Jude, das sagt nicht, welche Juden? Ich rede über den Islam. Die Juden Jemen, Hinni, Abu Shawshan, er hat tut den Sayyidina al-Hussein, nicht er Farisi, seine Frau von al-Hussein, die Cousin von ihm, Abu Shawshan. Was er tut, denn er sagt, diese Kalb, Ziyad, la muss er tut, denn er kommt bei Dani an Bord. Wie macht das? Abu Shawshan, er tut, denn Sayyidina al-Hussein. Wo sie sagt, ihn kam nach, so. Und Abu Shawshan, ich verstehe nicht, Bruder. Ja, du hast das Thema gewechselt, Habibi. So gibt es, du hast das Thema gewechselt. Warte mal, ein Moment, bitte. Was, wenn ich dir zeige, einen Moment, guck mal Leute, ich sage euch, wer befohlen hat, das erzählen euch, die, nicht mal die Schiuch erzählen euch das. Aisha hat befohlen, Othman zu töten. Sagst du mal, guck dir das an. Ja, guck mal, Tariq al-Tabari, Juz al-Rabi, Band 4, guck mal, Seite 180, was sagt er hier? Guck mal, was diese Frau zu Aisha sagte. Fagala laha ibn am Kilab. Was sagte sie?
Sie sagte, Willem, vor Allah, in Awal ma amana harfahu le ent, wala gat kunte tu ruli. Diese Frau sagte zu Aisha, sie sagte, Aisha, du warst die Erste, die gesagt hat, irtilu ma'thalan farad kafar. Du hast gesagt, du soll, Uthman soll getötet werden. Ha? Aisha sagte, innahum istatabu, thumma gatalu. Er hat erstmal Taube gemacht, dann haben sie Uthman getötet. Ja, yani, guck mal, die ganze Katastrophe, die Sunniten akzeptieren nie, dass Aisha was gemacht hat. Sie sagen ja, diese Frau ist heilig, obwohl die Frau des Propheten ist. Aber der liebe Gott sagt im Koran, waradna fi biyutikunna. Sie sagt, tötet Uthman. Danach will sie alles gut machen und Fitna Dings machen. Bruder, ich habe eine Frage an dich. Stelle die Frage, alles was du willst. Stelle. Okay. Glaubst du, was du gerade an dein Buch gelesen hast, dass alles, warte, erstmal, Sanna, dass alles original ist, genau wie es geschrieben ist, ja oder nein? Deswegen habe ich früher bei den Debatten habe ich Bilder gezeigt. Die Sunniten haben gesagt, diese Bilder hast du von dir. Jetzt habe ich eure Bücher. Und deswegen haben wir authentische Überlieferungen und nicht authentische Überlieferungen. Diese Überlieferungen, was ich euch zeige, diese Überlieferungen sind authentische Überlieferungen. Das sind authentische Überlieferungen. Was nennen Sie falsch? Er weiß das falsch. Das so, aber deswegen habe ich ja unten gezeigt, Sahih. Unter die Überlieferung habe ich doch gezeigt, Sahih. Authentisch. Bruder, du hast eine Frage gestellt, jetzt bin ich dran. Bitte, einen Moment. Ich frage dich doch, glaubst du an dem Buch, was du gerade gelesen hast, dass das alles original ist, also dass du alles an dem Buch glaubst? Das Buch, was ich dir gezeigt habe, deswegen sage ich dir, es gibt authentische und nicht authentische Überlieferungen, aber diese Überlieferungen, was ich dir gezeigt habe, sind authentische Überlieferungen. Also was hast du für ein Problem? Ein Moment. Leute, du bist Hossam, richtig? Hossam, eine Frage an dich, nur eine Frage. Wenn du mir jetzt beweist, dass Koran vollständig ist, so wie an Mohammed den Nabi herabgesandt wurde. Ich gebe dir 5000 Euro hier jetzt im Live. Beweise, dass Koran vollständig ist. Ich brauche kein Geld von dir. Was soll ich sagen? Warte, ich sage dir, was wegen Prophet Ali das? Moment, sagst du in Arabisch, ich sage dir das? Sagst du, verstehe das nicht, meine Güte. Sayyidina Ali, radiallahu anhu, Ibn al-Waqqas, so sie sitzen und sagen, hast du ja, alhamdulillah, lazi arahtana minhum, ya amir al-mu'minin, minnein, min al-munafiqin, wal-kazzabin, al-kazzabin. Schuhu kann Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, jahlef schweren, jahlef helpan, wal-lazi. Khalas, Bruder, du hast das Thema gewählt. Er geht jetzt woanders. Sa'd ibn Abi Waqqas, soll ich euch sagen, wer der ist? Er war auch gegen Ali ibn Abi Talib, aber ich habe keinen Bock, jetzt Überlieferungen zu zeigen, weil ich zeige alle Überlieferungen. Auf einmal kommt die Frage, glaubst du an solche Überlieferungen? Sind das wirklich authentische Überlieferungen? Du bist ein Lügner. Soll ich euch sagen? Weil diese Schiuch, erzählen sie sowas nicht. Sie haben noch nie sowas gehört. Natürlich werden sie schockiert. Sie werden schockiert sein. Sie haben noch nie sowas gehört. Sie haben ständig nur gehört, ja, Koran ist vollständig, der liebe Gott ist gut, Islam ist gut. Das Gebet verrichten ist gut, dann kriegt man Belohnung, was weiß ich noch, Fasten ist gesund und solche Sachen. Die ganze Fitna kommt von Aisha. Die ganze Katastrophe, sie hat den Islam zerstört. Ihr beschwert euch ja ständig, warum die Rafidah sind gegen Aisha, warum wird die Frau des Propheten verflucht, TikTok sportlich. Leck, du hast ein Koranvers. Du wechselst ständig das Thema, Bruderherz. Sag mal deine Meinung, mein Bruderherz. Die Bibliothek, aber die sind alle gleich. Bruder, die sind alle gleich. Sie haben keine Ahnung. Er hat ihnen das nicht erzählt. Ja, leider. Und wenn du dann ihre Quellen zeigst, dann leugnen sie alle ihre Quellen. Bruder, sie würden sogar ihre eigene Mutter wegschmeißen von einem Schiff, um nur nicht zu leugnen, dass da Katastrophen drin sind. Mittlerweile gibt es so auch Muslime unter den Sunniten, die sagen, die akzeptieren Koran, aber nicht Mohammed, wegen der Sunna. Oder du wirst alles. Aber sie werden nie sagen, dass das Katastrophe ist, was in der Hand haben. Das ist. Und das, ich schwöre, das, was
in Paris passiert ist, nämlich Deutscher, dieser Deutsche, der angegriffen wurde und so, wahrscheinlich habt ihr gehört, das sehe ich mit einer Überlieferung, ein Koranvers. Eine Überlieferung, ein Koranvers. Ich beweise euch, sie sind verpflichtet, sich so zu verhalten. Ich beweise euch das. Wir sollen so lange gegen uns kämpfen, bis wir nicht alle la 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 sind. Genau, ja. Obwohl ja, sowieso. Wir Kitab sind. Das macht keinen Sinn. Also was jetzt nun? Und da sind diejenigen, die Enkel des Propheten ermordet haben. Sie haben den Propheten vergiftet. Leute, wusstet ihr das? Das habt ihr noch nie gehört, oder? Der Gesandte wurde vergiftet von Aisha und Hafsa. Es gibt eine Überlieferung aus Sahih Bukhari und Sahih Muslim. Aisha. Bei dem steht, das war eine Jüdin. Das war eine Jüdin. Als ob so eine einfache Jüdin so an Mohammed rankommt, um zu vergiften, weißt du? Mhm. Ja, bei dem steht sogar eine Jüdin hat das gemacht. Nee, aber das war im Khaybar. In Khaybar, eine, genau. Aber guck mal, Khaybar war 7. Hijri. Wann starb der Gesandte? Vier Jahre später. 7., 8., 9., 10., 11. Hijri. Ah. Das heißt, ein Gift wird nie nach vier Jahren wirken. Weißt du, wie ich meine, Bruder? Ja. Ja. Aisha sagte, ich habe gegen den Willen des Propheten in einem Medikament gegeben. Und der Gesandte sagte, er zeigte ständig, zwing mich nicht dazu. Das größte Problem ist, wir haben einen Koranvers, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, und was der Gesandte euch an Rechtsbestimmungen verkündet, sollt ihr anwenden, und was er euch verbietet, sollt ihr unterlassen. Koranvers. Und Aisha sagte, wir müssen ihn. Der Gesandte sagte, nein, wieso machst du ihn weiter? Und es gibt eine Überlieferung authentisch bei den Sunniten. Er sagte, neunmal werde ich euch schwören, dass der Gesandte getötet wurde und nicht einfach nur so normal gestorben ist. Der Gesandte wurde getötet. Von Aisha. Wir haben auch bei den Rafida, wir haben auch Überlieferung von Imam al-Sadiq. Er hat ein Koranvers zitiert. Afa in ma turtil an ghalabtum ala a'rabikum. Wenn der Gesandte getötet wird oder stirbt, werdet ihr trotzdem so wie vor islamisch sein. Er zitierte diesen Vers und dann sagte, Wallahi, Aisha und Hafsa haben den Propheten vergiftet. Und dann, Bruder, sie versuchen alles in Deutschland so krass wie möglich, Aisha als Engelin darzustellen. Sie ist eine Engelin. Omar, Abu Bakr, Aisha, Hafsa sind Engeln. Engeln, Engeln. Rede nie über Aisha. Rede nie. Der Gesandte hat 9 Frauen, 9. Ausgerechnet nur Aisha. Soll ich euch sagen, warum? Vor der Kamelschlacht, es gibt eine Überlieferung, authentische Überlieferung, dass in der Kamelschlacht bei den Rafida über 20.000 gestorben sind, über 20.000. Und stell dir mal vor, Aisha hat den Krieg angefangen. Sie war die Chefin. Im Koran steht, wer ein Gläubiger mit Absicht tötet, in Höllenfeuer bis in die Ewigkeit. Und sie sagen, die ist im Paradies, weil sie die Frau des Propheten. Ammar bin Yasir kam. Er sagte, Allah abtalakum ab Aisha. Das ist in Sahih Bukhari. Ammar bin Yasir kam, er sagte, Allah will euch durch Aisha prüfen, ob ihr Allah folgt oder Aisha. Warum sind sie so sensibel, was Aisha angeht? Der Gesandte hat 9 Frauen. Nur Aisha. Nur Aisha. Das ist eine Katastrophe. Nur Aisha. Das ist eine Katastrophe. Diese Frau ist Katastrophe. Das Problem ist, nach dem Tod des Propheten, soll ich euch sagen, was danach, nach der Kamelschlacht, Ali ibn Abi Talib hat den Krieg gewonnen. Er hat den Kampf gegen Aisha gewonnen. Aber wie? Es gab Leichen so. Eine Pferde, du bist einfach nur auf Leichen gelaufen. Über 20.000 Tote. Yallah. Ali ibn Abi Talib hat Aisha zurückgebracht nach Hause. Der Sunnite fragt jetzt, wieso hat er denn Aisha nicht getötet? Da steht genauso wortwörtlich, Rijalehu Thiqat, auch authentische Überlieferung. Der Gesandte sagte zu Ali, O Ali, zwischen dir und Aisha wird etwas sein. Falls das passiert, bring sie nach Hause zurück. Die Sunniten haben diese Überlieferung geschnitten, entfernt. Bei den Rafida haben wir die ganze Überlieferung authentisch.
Der Gesandte sagte, diese Frau wird gegen dich, sie wird gegen dich so kämpfen. Falls das passiert, ich gebe dir das Recht, dass du sogar nach meinem Tod, weil die Frau des Propheten, sie darf nach dem Tod des Propheten auch nicht mehr heiraten. Er sagt zu Ali, Ali, du musst nach meinem Tod, falls das passiert, du sollst Aisha von mir scheiden lassen. Das heißt, sie ist nicht mehr meine Frau. Na komm, komm, komm live, komm. Komm, debattiere mit mir, wenn du kannst, komm. Hier, komm, komm, debattiere mit mir. Ja, immer Fake-Account. Ja, ja, jetzt Fake-Account schon wieder, Fake, nee, nee. Wenn es um Dings hier geht, dann kommt hier nicht. Kommt, kommt, debattiert hier, nicht so da unten schreiben wie kleine Kinder. Komm, debattiert mit mir, richtig. Koran haben sie auch verfälscht, Abu Bakr und Omar haben Koran verfälscht. Koran ist nicht vollständig, wusstet ihr das? Das erzählen sie euch nicht. Das erzählen sie euch nicht. Stattdessen kommt er und redet über Waschung und Islam ist schön, ja, und was weiß ich noch. Und dann gehen sie zu den Christen und sagen sie zu den Christen, ja, wie kann das sein, dass Jesus bei euch so und so redet? Wie kann das sein, dass sie... Alter, weißt du nicht, wie Aisha bei euch geredet hat? Sahih Muslim 288, Sahih Bukhari. Da hat sie über Katastrophen geredet. Ey, jetzt will ich nicht im Live sagen. Da sind Katastrophen. Das ist so eine Katastrophe, ich kenne das, ja. Bruder, weißt du, dass Aisha ein Hadith geschrieben hat, weswegen die Taliban die Frauen nicht in die Schule lässt? Das geht noch auf ein Hadith von Aisha, hat gesagt, gib den Frauen kein Zimmer für sich alleine, bringt ihnen nicht die Schreiben, bringt ihnen den Nähen bei. Wegen einem Hadith von Aisha, die schicken ihre Frauen nicht zur Schule, die sind krank. Leute, ich gebe euch sehr schön, mein Bruder. Guck mal, ich weiß nicht, warum dieser Bruder jetzt das erwähnt hat, aber das war sehr schön. Guck mal, Leute, ich gebe euch einen Tipp. Die größte Lüge von Aisha, die größte. Ich war 6 Jahre alt, als der Gesandte mich heiratete. Als der Gesandte, was, oder 9, 6, ich glaube 6 oder so, nicht mal 9, keine Ahnung, auf jeden Fall, sie sind stolz darauf. Mit 9 die Ehe von ich? Stolz drauf, ja. Ja, also als 6 schon. Ne? Guck mal, Aisha, was wollte Aisha damit sagen? Sie wollte damit sagen, ich war die einzige Frau des Propheten gewesen, die Jungfrau war. Was ist die Wahrheit? Guckt euch das an. Was bei den Sunniten steht, guck mal. Aisha hatte Aslam fest. Der Ex von Aisha heißte Jubair bin Mat'am. Das ist Asnadahu Sahih wa Rijaluhu Thiqat. Es gibt authentische Überlieferung, dass Aisha schon einen Mann hatte, bevor sie mit dem Propheten geheiratet hat. Ich schwöre auf alles, was heilig ist. Und die Christen sind auch meine Geschwister. Der ist auch ein christlicher Bruderherz. Ich schwöre auf alles, was heilig ist. Die größte Katastrophe in der Religion kommt von Aisha. Eine Frage, wieso hat der Gesandte das nicht gesagt, dass Aisha so eine Frau ist? Das hat er auch gesagt. Lass mal schiitische Rafida Quellen, nein, sunnitische Quellen. Was, wenn ich euch bringe, dass der Gesandte Richtung Aisha's Haus zeigte und sagte, von hier kommt die Fitna und Teufelshörner? Das hat er auch gesagt. Ich rede mit Sunniten. Komm, debattiere. Bist du Sunnite? Guten Abend, lieber Bruder, servus. Hallo, mein Bruderherz. Entschuldigung, ich rede mit Sunniten, mein Bruderherz. Es tut mir alles leid. Alles gut, ich wollte nur eine Sache sagen, weil ich dir ganz lange zuschaue, weil du genau jetzt gesagt hast, ein Stichwort wie Aisha hat diese ganze Religion kaputt gemacht. Also meiner Meinung nach hat der Prophet von Anfang an alles kaputt gemacht. Meiner Meinung nach. Ja, natürlich, ja, ja. Von Anfang an alleine ein Kind zu heiraten und sie mit 9 zu entjungfern. Na? Das ich ist, höre noch zu. Höre ich noch zu, mein Bruderherz. Ich gehe auch raus, ich höre dir alles zu. Alles gut. Alles gut. Ciao. Ciao, Bruder. Guck mal, nicht nur das. Der hat natürlich recht, aber nicht nur das. Stellt ihr euch mal vor, kommt ein Gesandte. Dieser Gesandte wird keinen Nachfolger nennen,
obwohl er der letzte Gesandte ist, er wird nicht mal das Buch Gottes zusammenstellen, zusammenfügen. Wusstet ihr nach dem Tod des Propheten, gemäß authentischen Überlieferungen der Sunniten, das, was sie euch niemals erzählen, niemals, sie setzen nur rum, der Typ hat so ein Bad, der sitzt so und redet über den Islam und Fasten ist gesund und Gebet verrichten dies, das und lass uns mal über Waschung reden, was auch immer. Bruder, du willst jetzt sagen, dass Abu Bakr gesagt hat, warum hat der Prophet nie den Koran zusammengestellt, warum soll ich das machen, richtig? Genau, das hat er nämlich gesagt, aber nicht nur das. Jeder Gefährte des Propheten hatte einen Koran gehabt nach dem Tod des Propheten und das Buch war unterschiedlich zu den anderen. Und ich kann euch beweisen und ich schwöre auf alles, was heilig ist. Alles, was heilig ist. Wer von euch Sunniten kann mir beweisen, dass Koran vollständig ist? Und genau das Buch, das ich heute auch im Zimmer habe, genau ist das, was auf Mohammed den Nabi offenbart wurde. Ihr habt ja jahrelang habt ihr gesagt, die Rafida sagen, dass Koran verfälscht wurde und nicht vollständig ist. Komm hier, komm, komm debattiere mit mir. Wenn ihr Männer seid, wenn ihr wirklich Kerle seid, dann komm in mein Live und debattiere mit mir. Wo ist dieser Hamdi? Hamdi, hörst du mich? Komm, ihr sagt ja, ihr geht ja ständig zu den Christen und sagt, dass der Bibel verfälscht wurde. Und Isa, wenn du denkst, dass der Koran nicht vollständig ist und dass der Bibel verfälscht wurde, wieso argumentierst du aus? Genauso wie ihr argumentiert und dass du deinen Gesandten aus der Bibel rausziehen willst und beweisen willst, dass der Gesandte auch Mohammed in der Bibel existiert und so. Genauso argumentiere ich auch mit das verfälschte Buch, nämlich bei euch. Ihr seid einfach Lügner. Oder? Sie können nie mit. Denn ich kenne das, wo Hamdi mal bei oben war. Der ist geflüchtet. Der ist geflüchtet vor dir. Ich kenne das Video. Ich war aber, da an dem Tag, wo er da war. Aber der ist schlau. Der ist schlau. Er lässt mich gar nicht reden. Er richtig, weiß immer, wenn ich eine Frage stelle, dann. Macht mit einem. Ich habe auch mit ihm debattiert. Schreien, beleidigen, Thema springen, 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 springen. Genau. Aber nie auf einen unangenehmen Punkt antworten. Da sind alle gleich, Bruder. Ach so, und die Leute, die hier im Chat schreiben, warum er mich Bruder nennt, weil ich den Gesandten beleidige. Ich stelle sogar in meinem Bio ein Herz durch hier. Ich habe immer den Unterschied zwischen sunnitischen Islam und schiitischen Islam gemacht. Immer. Ich habe das Rafida, Bruder. Rafida, nicht Rafida. Weil wir haben andere Gesandte, als ja. Dieses Leo, der sagt, bekämpft die Welt, bis sie sagen, es gibt keinen Gott außer Allah, der zwei rechte Hände und Füße hat. Richtig. Hallo. Hey, bist du Sunnite? Alhamdulillah. Okay, stelle dir mal bitte eine Frage, dann kannst du deine Frage stellen, okay? Nein, kein Problem, ist kein Problem. Guck mal, bei euch Sunniten, du wirst deine Frage stellen, danach weggehen. Deswegen, ich stelle zuerst die Frage, dann kannst du deine Frage stellen. Alles in Ruhe, okay? Ich stelle dir eine Frage, dann stellst du mir, weil ich will reingucken. Nein, ich zuerst. Guck mal, warum? Nein, ich zuerst. Ich zuerst. Hallo, ich zuerst. Ich will hier nur reingucken, ich eine Frage. Ich zuerst. Ich stelle ganz kurz eine Frage. Ich vertraue euch nicht. Ich stelle zuerst die Frage, dann kannst du deine Frage stellen. Ich bin doch im Live, du bist auch im Live, okay? Dankeschön. Sehr schön, sehr schön. Sag mal, bei euch, es gibt eine authentische Überlieferung, dass die Geister über Hussein a.s. trauerten. Diese Frage habt ihr 1000 und noch wie viele Jahre habt ihr die Schiiten gestellt? Jetzt stelle ich dir die Frage. Es gab Geister, die um Hussein, Enkel des Propheten, trauerten. Warum haben diese Geister Enkel des Propheten nicht gerettet? Und da, was soll die Frage jetzt bringen? Einfach nur, ich möchte wissen, es gab doch Geister, die über Hussein a.s. trauerten, richtig? Guck mal, das weiß auch jeder, der mich hier kennt, mein Hauptgebiet hier ist Geschichte und nicht Islam. In diese Thematik kann ich nicht rein. Ich kann dir aber eine Sache sagen, den Koran kenne ich und Allah sagt im Koran, dass er dieses Buch, jeden Buchstaben beschützen wird. Ein Moment. Okay, kommen wir zum Koran. Bitte, ein Moment. Ich schwöre, ich gebe dir Zeit. Ein Moment. Sag nur, ich kann... Alles gut. Ein Moment. Sag nur, ich kann dir nicht antworten, dann gehen wir auf Koranverfälschung, okay?
Sag mal bitte. Ja, ja, das habe ich gesagt. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Da musst du mit jetzt anderen Leuten alles reden. In Ruhe, alles in Ruhe. Mhm. Wenn er mir beweist, dass Koran vollständig ist, ich werde jetzt Sunnite, okay? Ich beweise. Jetzt hast du die Zeit, bitteschön. Ich beweise dir, mit einem Vers, wo Allah im Koran uns verspricht, den Muslimen, wo er sagt, er wird jeden einzelnen Buchstaben bis Yawm al-Qiyamah beschützen. Beschützen. Punkt aus. Wenn du sagst, das wird verfälscht, dann hat Allah, a'udhu billah, sein Versprechen nicht eingehalten. Punkt aus Ende. Salamu alaikum. Nee, nee, warte, 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 warte. Höre die Antwort. Höre die Antwort. Einen Moment. Er wird sagen, ich wollte jetzt gerade argumentieren. Wieso bist du weggegangen? Er sagt, Allah hat uns versprochen, Allah hat euch vieles versprochen, vieles angelogen. Guck mal Leute, die Sunniten, das ist nämlich ein Trick der Sunniten. Warum habe ich gesagt, ich stelle zuerst die Frage? Weil er wird etwas sagen und gehen. Das ist ihr Trick. Das ist ihr Trick. Er will nur etwas sagen und gehen. Er hat Angst. Ja, natürlich hat er Angst. Guck mal, er hat gesagt, jeder Buchstabe wird beschützt von der Liebe Gott und so weiter. Es gibt noch ein anderer Vers. Warte mal. Es gibt noch ein anderer Vers hier. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهِ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Yani, die Ungläubige werden nie über die Muslime gewinnen. Eine Frage. Wie viele islamische Länder sind jetzt platt gemacht worden? Wieso haben die Ungläubige über euch gewonnen? Und zweites Mal, noch was anderes. Denn Allah sagt auch, dass er Mekka, dass die Stadt Mekka eine sichere Stadt ist. Wieso Yazid, als er betrunken war, hat er das Haus Gottes zerstört? Wieso hat er sein Haus nicht beschützt? Dritte Frage. Du sagst ja, Koran wurde beschützt. Dein Gesandte sagte nirgendwo, du sollst das Buch Gottes von Othman kriegen. Du hast das Buch Gottes von Othman. Dieser Vers existierte auch in dem Buch von demjenigen, den der Gesandte sagte, der ist dafür verantwortlich, das Buch Gottes zusammenzustellen. Diesbezüglich hat er auch das gemacht. Dieser Vers, dass Allah das Buch Gottes beschützt, existierte auch in Mus'haf bzw. im Koran von Abdullah bin Mas'ud. Und diesen Koran haben wir heute nicht. Also jetzt stelle ich dir die Frage, deswegen bist du ja weggelaufen. Warum hat Allah das Koran von Abdullah bin Mas'ud nicht beschützt, der dafür verantwortlich war, das Buch Gottes zusammenzustellen? Wo hier diese Lügen? Allah beschützt das Buch Gottes. Abdullah bin Mas'ud wurde seine Lesung bestätigt. Er war dafür verantwortlich, das Buch Gottes zusammenzustellen. Er war dafür verantwortlich. Na, wo ist sein Koran? Wieso hat Allah seinen Koran nicht beschützt? Das Buch wurde platt gemacht. Das Buch hat nicht nur Verfälschungen, sondern ist auch nicht mehr vollständig. Gemäß die Familie des Propheten, wenn du das Buch Gottes interpretierst, dann bist du nicht Ehre geleitet. Aber gemäß diejenigen, die nach dem Tod des Propheten nicht mal die Waschung kannten, diese Gefährten des Propheten, die den Propheten verraten haben, dann passiert genau das, was in Paris passiert ist, Leute. Ich sage euch, die Sunniten, egal was die sagen, glaubt ihr nicht. Warum stelle ich zuerst die Frage? Weil ich weiß genau, er will nur etwas sagen und weggehen. Das kenne ich bei den Sunniten. Sehr schön, sehr schön. Bist du Sunnite? Nein. Du bist kein Sunnite? Nein. Du bist kein Muslim? Doch, Alhamdulillah, doch. Okay, ich stelle dir eine Frage, danach stellst du die Frage, okay? Nur eine Frage. Bruder, er lügt. Nein, ich warte mal. Ich kenne ihn. Was ist da passiert? Hallo. Er ist Alevite, Bruder. Er ist Alevite. Bist du Alevite? Stell mir mal die Frage. Nein, Bruder. Bist du Alevite? Ja. Bruder, ich konnte gerade nicht reden. Du hast Ibn Mas'ud erwähnt. Weißt du, dass Ibn Mas'ud sogar die Ehre hatte von Mohammed, eine neu offenbarte Sure zuerst zu lesen? So viel Ehre hatte er bei Mohammed. Und der Uthman ist zu Ibn Mas'ud gegangen, hat gesagt, gib mir dein Buch oder wir haben hier Bürgerkrieg, ne? Und der Ibn Mas'ud hat sich dagegen gewehrt und hat gesagt, wer den Koran von Uthman nimmt, ist irre geleitet. Und dadurch ist Ibn Mas'ud getötet worden. Richtig. Das begreifen sie nicht. Das begreifen, und dann sagen sie... Sie lesen ihre Quellen nicht.
Ibn Masud, sein Koran hatte sogar 111 Suren, ne? Die erste, 113, 114, waren gar nicht drin. Und zwei Suren befinden sich heute drin und diese Suren sollten nicht, gemäß die authentische Überlieferung, diese Suren dürfen nicht im Koran sein jetzt. Richtig. Und eine Sure ist sogar reingekommen mit nur einem einzigen Zeugen. Das geht auch nicht. Oder sie lesen nicht. Ich als Christ lese sie. Sie lesen nicht. Ich, Bruder, du hast mehr Wissen als diese Muhannathin Shia. Wir haben noch Batriya-Schiiten, weißt du, die Sunniten immer gefallen wollen, unsere Geschwister und alles. Ja, leider. Darum sind wir. Du hast mehr Wissen als die Schiiten, Bruder. Du hast mehr Wissen. Glaub mir. Nein. Der ist ein christlicher Bruder. Und er hat mehr Wissen als viele Schiiten, muss ich wirklich zugeben. Ich meine nicht die Rafida, Shia, Rafida, Al-Mu'minin, Sababin, Al-La'anin. Nein. Aber guck mal, das ist die Schiiten, der Koran ist vollständig. Warum sehen wir die sind unsere Geschwister? Nein, das geht nicht. Das als ist unlogisch. Guck mal, Nachfolge des Propheten war Ali ibn Abi Talib. Und Omar sagte sogar: Glückwunsch, du bist jetzt Nachfolge des Propheten, etc. Als nach dem Tod des Propheten Ali ibn Abi Talib abgelehnt wurde und nicht akzeptiert wurde von das Volk von Muhammad al-Nabi, wusstet ihr, dass Ali ibn Abi Talib nur drei Kämpfe hatte? Er hatte nur drei Kämpfe gegen Aisha, Muawiyah und die Khawarij. Richtig. Und er hat gesagt, gib mir nur 40 gute Kämpfer. Dann werde ich gegen Abu Bakr kämpfen. Ja, ja, und sie sagen, ja, aber der Gesandte sagte, Abu Bakr wäre der Khalif. Wo sagt der Gesandte? Wo? Zack, komm. Sunniten, bitte schick mal Anfrage. Kommt, der kommt Abu Bakr, einfach. Der Abu Bakr, der nicht mal den Koran zusammenstellen wollte und Omar ihn überredet hat. Wallah, jeder, der debattieren möchte, ob du Allah oder Aisha folgst, komm hoch, yallah. Er ist Christ, Bruder. Habibi, mein Bruder, Herz, ich darf nicht reden. Der Bruder, Christen auf meinem Kopf. Heute Ausnahme, Bruder. Heute Ausnahme, ein Christ, weil du kriegst meine Reichweite, also, weil du hast neuen Account. Der Bruder hat mir wirklich, wirklich geholfen, dieser Bruder Herz. Schenk mir nichts, Leute. Schenk Isa, ich brauche nichts. Alles gut. Nee, alles gut, alles gut. Wenn du bekommst, Bruder, dann habe ich auch bekommen. Bruder Navid, du bist doch ein, du hast doch Dings hier, Zulfarad, du bist Rafadi. Al-Muhim. Das, was ich euch sagen will, ist, in diese Bücher steht genau, wie diese Leute sich zu verhalten haben, nämlich die Menschen anzugreifen. Genau das, was passiert ist mit dieser deutschen Junge. Und andere Sachen, viele, viele andere Sachen, steht das in ihren Büchern. Was haben die Sunniten gemacht? Sie sagen, diese Überlieferungen, die authentische Überlieferungen sind, die authentische Überlieferungen sind, diese Überlieferungen akzeptieren wir nicht, da wo Aisha Scheiße gebaut hat, die Gefährten des Propheten Verräter waren, der Gesandte vergiftet wurde, die Tochter des Propheten geschlagen wurde. Die Tochter des Propheten wurde geschlagen, dadurch, sie hatte eine Fehlgeburt, dadurch ist sie gestorben. Das heißt, Omar ist die Mörder der Tochter des Propheten. Wusstet ihr, dass die Tochter des Propheten nicht mal ein Grab hat? Weil Ali ibn Abi Talib, der Mann von Fatima, Ali ibn Abi Talib hat die Tochter des Propheten nachts, er hat sie begraben. Als Abu Bakr und Omar, sie haben gesagt, nein, wir müssen wissen, wo die Tochter des Propheten begraben wurde. Habibi, mein Bruderherz. Wir müssen wissen, wo die Tochter des Propheten begraben wurde und wir werden auf ihre Leiche das Gebet verrichten. Ali ibn Abi Talib sagte, ich schwöre, fasst ihr an, ich mache euch platt. Naja gut, steht nicht so in die Überlieferung, aber noch was Schlimmes, ich darf jetzt nicht im Live sagen. Er sagte, ich mache euch platt, wenn ihr anfasst, wirklich. Und dann sagen sie ja, Ali ibn Abi Talib war stark, dies, das, tralala, wieso hat er nichts gemacht? Sag mal, dein Gesandte, dieser, der euch befohlen hat, die Menschheit zu bekämpfen, bis sie sagen, es gibt keinen Allah außer Gott. Und was für Allah, der zwei rechte Hände und Füße hat und Babaloken hat und so weiter, gemäß eure Überlieferungen. Dieser Allah, dieser Gesandte Allah, Allahs Gesandte, gemäß die sunnitische Glaube und Koranversen, dieses Li'li Wissillim, er könnte auf ein Pferd oder auf ein Esel steigen und bis zum siebten Himmel fliegen und danach wieder zurückkommen. Er hat nämlich ein Wunder, die Spaltung des Mundes. Er könnte den Mund in zwei Teilen spalten. Wieso kämpfte er nicht gegen die Götzendiener und hat er sich in die Höhle versteckt? Warum? Warum? Ja, alles nur dieser Dings hier,
Widersprüche, nur diese Religion, ich sage euch, diese Religion ist stupid. Ist dämlich, ist stupid. Guckt euch nicht diese Idioten an, die kommen live und reden ständig über Religion und ja, und Waschung und das Gebet, ja, und Islam. Sie versuchen, mit eurer Gefühle zu spielen. Die Sunniten sind Meister von, was sowas angeht. Sie spielen mit eurer Gefühle, damit die euch in die Irre führen. Das, was der IS gemacht hat im Nahen Osten, von woher kommt das Menschen verbrennen und so? Von woher? Abu Bakr. Abu Bakr? Khalid bin Walid? Omar? Das kommt alles von denen. Alles von denen. Weil der Gesandte, der Unheilstifter, er hat keinen Nachfolger ernannt. Er sagte auch nicht, wer nach ihm das Buch Gottes zusammenstellen soll. Jeder hatte einen Mushaf und jeder behauptet nach dem Tod des Propheten, er wäre der Khalif. Sie erzählen über sowas nicht, gar nicht. Und sie gehen nie in die Geschichte. Die Sunniten sind schlau, schlau wie der Junge, der hier war. Er wollte zuerst fragen, aber ich kenne sie nicht seit gestern. Er will nur schnell etwas sagen und weggehen. Das ist ihr Trick. Das machen sie seit Jahren mit den anderen genauso. Mit den anderen genauso. Wenn er zu dir kommt und zu dir sagt, Bibel ist nicht vollständig, sag mal, kannst du mir beweisen, dass Koran vollständig ist? Denn dein Gesandter hat niemanden dafür zuständig gemacht, das Buch Gottes zusammenzustellen. Kannst du mir beweisen, dass dein Gesandter wirklich normal war, dass er nicht verrückt war überhaupt? Das kannst du auch nicht beweisen. Kannst du nicht, du kannst gar nicht beweisen. Der Gesandte peitschte die Menschen und beleidigte die Menschen. Er sagte, ja, wenn ich euch peitsche oder beleidige, dann kriegt ihr am Tag die Auferstehung Belohnung dafür. War er wirklich normal? Ist so ein Mensch normal? Der ist nicht normal. Die ganze Katastrophe kommt von Slave Selim, sein Gesandter. Und Aisha. Die schlimmste Frau der Welt. Aisha. Die schlimmste Frau der Welt ist Aisha. Die schlimmste. Stell dir vor, du hast eine Ehefrau, du hast sie geheiratet, du stirbst und deine Ehefrau fängt an, die übelsten Sachen über dich zu schreiben. Und du sagst noch, sie war eine der klügsten Frauen, sie hat 2000 Katastrophen geschrieben, hat nur über ihren toten Mann gelästert. Und sie ist die Mutter aller Gläubigen. Na bitte, wo denn? Sie hat keiner so geschafft, Mohammed zu beleidigen wie Aisha. Keiner. Ja. Wenn du das sagst, wenn du sagst, dein Prophet hat ein Haus, auf ein Haus, du weißt schon, was gemacht, sie bringen dich dafür um. Das ist Katastrophe. Das Problem ist, es gibt auch einen Koranvers, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya Nisa an-Nabi min ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyana yudha'af laha al-adhab dhafin. O Frauen des Propheten, wenn jemand von euch Schändlichkeit begeht, so wird Allah sie doppelt bestrafen. Hat sie nicht? Sie hat das gemacht. Also Schändlichkeit, auch Krieg. Fuhsch bedeutet Krieg und Schändlichkeit, das was sexuell betrifft und so. Was der Krieg anbelangt, der steht auch, und das hat sie auch gemacht. Sie hat gekämpft. Sie hat mit der Seele des Propheten gekämpft. Ali ibn Abi Talib ist die Seele des Propheten. Sie hat gegen ihn gekämpft. Guck mal, das, was sie euch nicht erzählen. Der Gesandte wurde vergiftet. Seine Tochter wurde ermordet. Nachfolge des Propheten wurde abgelehnt. Als Nachfolge des Propheten, yani Shia al-Rafida, ich rede mit die Rafida, nicht Shia al-Mukhannathin, Koran, ich fürchte nicht, ich fürchte, nein, ich rede mit die Rafida, du bist Anhänger von Amir al-Mu'minin, wenn du Anhänger von Amir al-Mu'minin bist, du bist Anhänger von Muhammad al-Nabi, nicht ihre Gesandte und Allah. Ali ibn Abi Talib, nachdem er an der Macht kam, er kämpfte nur gegen sie, er kämpfte gegen Aisha. Er kämpfte gegen Abu Bakr. Er kämpfte. Er sagte, wenn ich 40 Soldaten hatte, hatte ich gegen Abu Bakr gekämpft. Und die Schiiten, Bruder, es gibt viele von diesen Batristen, sie nennen sie unsere Geschwister. Und da, wo die Schiiten das Gebiet verrichten, sie sprengen sich in die Luft, weil Abu Bakr und Aisha und der Gesandte sagte, er sagte, ja, mach mal. Verratelu emetel kufur. Mach mal. Was sie gemacht hat.
Hadithen aus der direkten Mohammed. Das müsst ihr mal vorstellen, was sie euch genommen haben. Sie haben euch Muslime die größte Ehre genommen, die ihr habt, und sagen dann noch, wir sind Muslime. Aber die Sunniten, ey, Muslime, ihr hättet eine direkte Linie von Mohammed bis heute und ihr hättet kein Problem mit den Kalifen. Weil Muslime haben ja heute keinen Kalifen. Er hat, guck mal, was hat er geschrieben? Wer sagt, dass Koran nicht vollständig ist, der ist kein Muslim. Bestätigst du das? Warte mal, Bruder, ich antworte. Bestätigst du das? Sunan Abi Dawud 4418, jetzt kommt's. Das heißt, Aisha war keine Muslima und Omar war auch ein Kafir. Weil Omar und Aisha sagen, dass Koran nicht vollständig ist und nicht wir. Nicht wir. Geh, komm, gratulieren, ihr Sunniten. Ihr startet ständig Livestream und wo sind die Rafida? Aber jetzt bin ich hier, komm. Wenn ihr Kerle seid, dann kommt, debattiert mit mir. Beweis mir, Abu Bakr wäre der erste Khalif und ich werde heute Sunnite. Beweis mir, dass Koran vollständig ist, dann werde ich heute Sunnite. Beweis mir, Aisha war eine gute Frau. Beweis mir wirklich, dass dein Gesandter als Muslim gestorben ist. Kannst du nicht beweisen. Mit zwei Versen kann ich dir beweisen, dass dein Gesandter ein Kafir war. Er war kein Muslim. Wusstet ihr das? Macht mit diesen zwei Versen die Sunniten platt. Merkt euch das. Bist du Sunnite? Du kleiner Zandik, am Anachem. Hat er eine Fresse. Jalla, verpiss dich. Jalla. Sie kommen immer so. Merkt euch das. Sie wollen nicht, dass ich euch das sage. Guck mal. Ihr habt einmal... Ja, dann war dein Imam auch Kafir, wenn der Imam sagt, ach komm, da sind diese Batterien. Guck mal. Surat al-Ma'idah, Vers 44. Wer nicht nach dem waltet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, so sind die Ungläubige. Surat al-Tahrim, Vers 1. Der Gesandte hat das, was Allah als Halal erklärt hat, hat als Haram erklärt. Und somit ist er ein Ungläubiger. Weil wenn der Sunnite ist, wenn du ihm ein Sunnite eine Überlieferung zeigen würdest, was würde er sagen? Er wird da ins Schwach, noch nicht gehört. Gesehen mal, glaubst du an Koran? Gut, dein Gesandter war ein Kafir. Surat al-Ma'idah Vers 44, Surat al-Tahrim Vers 1. Bruder. Es sei denn, entschuldigt. Ja. Ich wollte sagen, weißt du das, dass sie diesen Vers mit der Ziege unbedingt als daif erklären wollen, aber ich habe das Buch von Albani, der hat das als Hassan, und vor Albani Ibn Hisam, der war viel gelehrter und hatte mehr Titel als Albani und er hat den als Sahih gehabt. Und Albani hat ja nie einen Titel, ne? Er war ein selbsternannter Sheikh, der Albani. Und der Albani hat das dann als Hassan gemacht, damit das nicht so schlimm klingt. Aber wir wissen ja beide, warum Aisha das erfunden hat, diesen Vers. Also ja, natürlich, weil sie haben Aisha gefragt. Aisha wurde gefragt. Einen Moment, guckt euch das an. Er sagt, zeig mal das, ne? Warte mal, ich zeige euch das. Aisha wurde gefragt, Aisha, weil nach dem Tod des Propheten Aisha hat angefangen zu spielen. Aisha sagte, ja, sie hat befohlen, andere Frauen Männer zu stillen, die Aisha mag. Sunan Abi Dawud, authentische Überlieferung. Zum Beispiel, Aisha hat gesehen, dass ein Mann so und so aussieht. Sie sagte, du sollst ihn stillen, du sollst den hier stillen. Und sie stillte auch. Sogar Frauen des Propheten waren dagegen. Sie wurde gefragt, Aisha, wo steht denn das, was du gerade machst mit Stillen und so, wo steht denn das? Sagte, ja, der Gesandte ist gestorben, wir waren mit seinem Begräbnis beschäftigt und dann auf einmal kam der Ziege, Friede sei auf ihm, und fraß diese Versen. Yani diese Versen, in der stand, dass eine Frau stillen darf.
Und dann kommt der Sunnite und sagt, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Und Allah beschützt das Buch Gottes. Denn Allah ist nicht mächtig. Er hat nicht mal gegen die Ziege, sallallahu alaihi wasallam, Friede sei mit den Ziegen, hat er verloren. Denn Allah hat gegen eine Ziege verloren. Wie kann das sein? Er sagt, Allah beschützt das Buch Gottes. Ja, eine Ziege hat deine Religion platt gemacht. Was? Diese Lügen könnt ihr ja diejenigen erklären, die kein Wissen haben oder noch nie sowas gehört haben. Er hat Angst, gesteinigt zu werden nach dem Tod von Mohammed. Er hat Angst, gesteinigt zu werden. Ja, natürlich. Ja. Ich zeige euch die Überlieferung. Wirklich diese Dank, dass du mich hochgenommen hast. Ich bin jetzt zu Hause. Ich bin leider auch. Ja, danke dir von Herzen. Habibi, mein Bruderherz, du bist auf meinem Kopf. Guck mal, Leute. Sowas erzählen sie euch niemals, 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 niemals. Sie kommen nur live und dann machen sie solche Lieder an. Oh. Und dann sagte der Gesandte. Und dann sie versuchen mit eurer Gefühle zu spielen. Sie machen ständig mit diesen Schattenboxen. Und ja, wir sind so ghetto-mäßig. Nee, sie sind nichts. Sie haben kein Allah, sie haben kein Gesandte, sie haben Koran ist verfälscht. Alles ist Lüge, ich sage euch. Das verfälschte Buch, das heute existiert. Wenn das Buch mit die Familie des Propheten interpretiert wird, so wie der Gesandte vor seinem Tod sagte, dann ist es was anderes. Aber wenn das Buch mit den falschen Leuten interpretiert wird, dann passiert das, was in Paris passiert. Mit einem Deutschen. Ein deutscher Junge, was will ein Deutscher? Er will, was weiß ich noch, Glühwein trinken. Er will ein paar Bilder machen. Chalas, dann kommt er wieder zurück nach Deutschland. Das ist deine Religion. Das kommt alles von Aisha, Abu Bakr. Al-Muhum, guckt euch das an, weil es wird ja gesagt, dass die Überlieferung schwach ist und so weiter. Größte Lüge der Sunniten. Das ist Sunan ibn Majah. Seite 347. Guckt euch das an. Das ist das hier. Ein Moment. Das hier ist die Überlieferung. An Aisha. Aisha sagte was? Galat. Lagat nazalat ayat al-rajim wa rida al-kabir asharan. Sie sagte diese Versen, Steinigungsvers und dass eine Frau erwachsenen Männern stillen darf, wurde offenbart. Walagat kana fi sahifati tahti sariri. Und diese Versen befanden sich unter meinem Bett. Falamma mata Rasulullah, als der Gesandte starb, watshagalna bimotihi, und wir haben uns mit dem Tod des Propheten beschäftigt, dakhalat dajin faakalaha, kam die Ziege rein, und dann hat was, die Ziege hat, wa anna lahu lahafidhun, und wir beschützen das Buch Gottes. Aber der Ziege hat den Koranblätter gefressen, asnadehu hasan. Das heißt, du kannst mit dieser Überlieferung argumentieren. Die Lügner sagen, dass die Überlieferung schwach ist. Asnaduhu Hassan. Das ist was? Sunan ibn Majah. Alles Lüge. Sie sagen euch, ja, die Überlieferung ist schwach. Und nein, sie präsentieren für euch Aisha als Engeln. Die ist eine Engeln. Noch nie in die Geschichte gab es so eine Frau wie Aisha. Und Omar, der Beste. Was, soll ich euch sagen, was ich gehört habe? Ich habe gehört hier von diesem Abu'l-Bara, diesem Muhannath ibn Nagal, der größte Lügner. Er sagt, ja. Und Omar wünschte sich, sowas ähnliches hat er gesagt, er wollte immer als Märtyrer sterben. Keine muss immer fragen, wenn er als Märtyrer sterben wollte, wieso ist er dann weggelaufen in den Schlachten? Der war ein Wegläufer, Omar. Es gibt sogar authentische Quellen bei den Schiiten, auch bei den Sunniten. Der war ein Wegläufer. Aber bei den Schiiten steht, der Gesandte rief vor Omar, wieso läufst du weg? Abu Bakr, lauf nicht weg, namentlich. Abu Bakr, lauf nicht weg. Omar, lauf nicht weg, kaum kämpft. An der Front stand Ali ibn Abi Talib, am Ende mit 70 Stiche oder so, Stichwunden oder so.
Alles Lügner, ich sage euch, Sunniten sind die größte Lügner aller Zeiten. So wie Enkel des Propheten, bevor er getötet wurde, TikTok sportlich. Er hat gesagt, ihr seid die Verfälscher des Buch Gottes. Weil sie haben das Buch Gottes verfälscht. Wer kann mit mir debattieren? Was los? Gibt es da irgendwelche Sunniten, die debattieren wollen? Ich glaube, heute habe ich euch blamiert. Alle sehen ja gerade. Wollt ihr nicht mit mir debattieren? Ich bin ja bereit. Schickt mal Anfrage und kommt hoch. Kommt. Gibt es da irgendwelche Sunniten? Komm, beweis mir, Abu Bakr wäre der erste Khalif und ich wäre heute Sunnite. Denn der Gesandte hat Ali ibn Abi Talib als Nachfolge ernannt. Und nach dem Tod des Propheten habt ihr Ali ibn Abi Talib abgelehnt. Habt ihr die Tochter des Propheten in den Bauch getreten. Umar hat das gemacht. Umar. Die Tochter des Propheten hat nicht mal ein Grab. Und ich schwöre auf alles, was heilig ist. Die Christen auf meinen Kopf. Die Christen sind meine Geschwister in der Glaube. Ob sie das wollen oder nicht, es gibt überall gute und schlechte Menschen. Vielleicht gibt es ja welche Christen, die sagen, nein, wir wollen nicht mit euch zu tun haben. Kann ich das verstehen? Denn ich hasse diese Leute, die sich so verhalten und die Menschen angreifen. Unsere Geschichte ist gegen sie. Wir haben nach dem Tod des Propheten die 12 Imame. Das sagt er dummerweise, das steht auch bei den Sunniten. Dumme, stupide Weise. Der Gesandte sagte auch, nach mir, es gibt 12, diese 12 Khulafa und so weiter. Das erwähnte genauso. Es gibt 12 A'imma. Diese 12 A'imma, sie kämpften nur gegen das Volk von Muhammad al-Nabi. Der Imam wurde gefragt nach Christen oder Muawiyah. Der Imam hat gesagt, die Christen sind nicht unsere Feinde. Sie kämpfen nicht gegen uns. Aber die Sunniten und die Schiiten wollen das bis heute nicht verstehen. Die Christen, nein, guck mal, sie geben dir ein Dach über den Kopf, sie geben dir Arbeit, sie geben dir Dings hier, du kannst arbeiten, du kannst, du hast die Möglichkeit, das sind die Christen. Aber was haben die Sunniten mit uns gemacht? Wir trauern um Enkel des Propheten, die sie ermordet haben. Wir trauern und dann kommen sie, sie springen sich in die Luft. Was machen die Christen? Er kommt mit einem Kreuz. Er sagt, ich bin ein Christ. Ich glaube nicht an deinen Gesandten. Ich bin ein Christ. Aber ich komme und respektiere deine Religion. Haben das die Sunniten gemacht? Soll ich euch Videos zeigen? Die Christen sind ja so. Das haben sie gemacht. Die Sunniten, nein. Sie springen sich in die Luft. Das können die Schiiten nicht verstehen. Versteht das endlich. Sie sind nie unsere Geschwister. Das sind Kuffar, Mushrikin. Kuffar, Kuffar. Die Tochter des Propheten sagte, nach dem Tod des Propheten, sie sagte, Faratilu a'immatil, ob ihr lacht oder nicht lacht, ihr habt keine Chance. Ihr habt gar keine Chance. Ich mache euch platt, wartet ab. Die Tochter des Propheten sagte, Ataruna turafi yahtadun bimasma'in wa amra, Faratilu a'immatil kufr. Bekämpft die Ungläubige. Das heißt, Abu Bakr ist abtrünnig, ist Kafir, Umar ist Kafir, Aisha ist Kafir. Die Gefährten des Propheten sind Kuffar. Sie haben den Propheten verraten, sie haben die Tochter des Propheten ermordet, sie haben Nachfolge des Propheten abgelehnt, sie haben das Buch Gottes verfälscht. Sie sind Kuffar, die Tochter des Propheten sagt es. Du als Schiite, nein. Der Gelehrte sagte, sie sind unsere Geschwister. Der Gelehrte versteht mehr oder die Tochter des Propheten, die Herren des Himmels. Natürlich die Tochter des Propheten. Also was hast du für Gründe, dass du sie als Geschwister bezeichnest? Wenn sie dich respektieren, dann respektiere sie. Ansonsten nein, sie sind niemals meine... Die Christen sind meine Geschwister, aber die Sunniten nicht. Die Sunniten niemals. Niemals. Ich traf an Umar, er sagt Umar, möge Allah mit Umar zufrieden sein. Wahad mal'un. Mal'un, er hat die Tochter des Propheten geschlagen. Sie haben Ali ibn Abi Talib abgelehnt. Sie haben das Buch Gottes verfälscht. Was für Geschwister? Du bist Anhänger von Ali? Bist du Anhänger von Ali? Der Anhänger von Ali, Hukaym, er kämpfte gegen Aisha und beleidigte Aisha. Du Schiite mit Zulfagar, Zulfagar. Ich bin Schiite. Hukaym, das steht auch bei den Sunniten.
Al-Kamil für Tarikh. Hakim beleidigte Aisha und bekämpfte Aisha. Das waren die Rafida so. Jemand beleidigte Abu Bakr Umar. Authentische Überlieferung bei uns. Da kam ein Batri. Sunniten, unsere Geschwister. Ja, warum die sind Gefährten des Propheten? Der Imam saß. Und dann kam ein Batri, Nagal Mal'ubi. Er sagte hier, ja, du, O Sohn des Gesandten Gottes, er hat Abu Bakr und Umar beleidigt. Imam Sadiq sagte, O Muhammad, hast du das gemacht? Er sagte, nein, habe ich das nicht gemacht. Er hat mich nicht gesehen. Der Mann sagte, ja, okay. Der Mann sagte, ja, okay. Das stimmt, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass er Abu Bakr und Umar beleidigt hat. Der Imam sagte, Wallahi, der Abu Bakr und Umar beleidigt hat, er hat etwas verstanden, was die anderen nicht verstanden haben, was die Schiiten heute nicht verstehen. Wie kannst du ihn als Geschwister, was für Geschwister, sie sind unsere Feinde. Die Tochter des Propheten, sagte der Gesandte nicht, wer meine Tochter zornig macht, macht mich zornig und wer mich zornig macht, macht Allah zornig. Wir haben einen Koranvers. Inna alladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah. Yani Abu Bakr, Umar, Aisha, Hafsa sind Mala'in. Es gibt keine Geschwister. Sie sind unsere Feinde. Sie haben die Tochter des Propheten ermordet. Sie hat nicht mal ein Grab. Das Buch Gottes haben sie verfälscht. Was wollt ihr verheimlichen? Diese Shiuchel Mankuhin, diese Gelehrten. Was wollt ihr? Was für Geschwister? Damit, dass wir ein bisschen im Nahen Osten politisch weiterkommen oder was? Was für? Es juckt mich gar nicht, Mann. Sie beleidigen sogar die Tochter des Propheten. Sie beleidigen Ali ibn Abi Talib, aber die Schiiten nein. Navid, du bist doch ein Schiite. Yalla, Habibi, geh. Wo sind die Sunniten? Wo sind die, die hier Schattenboxen machen und so weiter? Ummati Radlaha Fajun. Yalla, yalla, kommt. Ich sehe, Wallah, ihr seid peinlich hier, Sunniten. Was ist denn los mit euch? Habt ihr etwa Angst? Kommt doch. Kommt doch, debattiert mit mir. Sag mir, wenn du ein Mann bist, komm und sag, Koran hat keine Verfälschung, Koran ist vollständig. Wenn du ein Mann bist, komm in mein Live, sag, Abu Bakr ist der Erste. Wenn du ein Mann bist, bist du der Sohn? Yalla. Bist du Sunnite? Wenn der Sunnite mir beweist, na komm, komm doch live, debattiere mit mir oder bring mal, schick mal das live zu den anderen. Abu Lolo, sallallahu alaihi wa sallam, Allah, Abu Lolo, ein Hand und ein, der hat, die anderen wissen nicht, wer Abu Lolo ist. Ja, sie haben Angst, ich schwöre, sie haben die Sunniten. Startet ihr kein Live ständig und sagt ihr nicht, dass das Koran vollständig ist? Beweise mir, dass dein Gesandte nicht verrückt war. Beweise das, nur das. Weil er am Ende seines Lebens hat er Unsinn geredet. Er redete Unsinn. Würdest du, guck mal Leute. Eine Frage, ich habe diese Junge blockiert. Wer hat ihn freigeschaltet? Wer hat Navid wieder freigeschaltet? Ich habe diese Junge blockiert. Navid ist Schiite. Wer hat ihn freigeschaltet? Bist du Sunnite? Grüß Gott. Bruderherz, bist du Sunnite oder bist du ein Christ? Ich bin Christ. Ich habe aber eine Frage. Habibi, du bist auf meinen Kopf. Ich debattiere nie
mit den Christen. Ich debattiere nicht mit den Christen. Ihr seid gute Menschen, Habibi. Warum sollen wir debattieren? Ich liebe die Christen, Wallah. Diejenigen, die mich kennen, die wissen, wovon ich rede. Ich liebe euch. Achso, er hat eine Frage. Bruder, ich will keine Debatte. Also ich habe ehrlich eine Frage. Alles gut. Ich habe ein Ding. Warum sind Sunniten falsch? Das will ich nur wissen. Sunniten? Ja. Guck mal, mein Bruderherz. Ich weiß, sag mal, Mohammed war ein Lügner, aber jetzt will ich dir ein Beispiel nennen. Der Gesandte, ne? Jetzt nicht ihre Gesandte, unser Gesandte. Er hat einen Nachfolger ernannt. Er hat seinen Nachfolger zuständig gemacht, das Buch Gottes zusammenzustellen. Gemäß die sunnitische Glaube sagte auch, der Gesandte Ali ist mit Koran mit Ali. Ali ibn Abi Talib war dafür zuständig, das Buch Gottes zu... Yani die Khilafa, Nachfolgerschaft und Koran waren zusammen. Ja. Sie haben Ali ibn Abi Talib abgelehnt, sie haben das Buch Gottes auch abgelehnt. Sie haben die Tochter des Propheten, guck mal, all diejenigen, die den Propheten vergiftet haben, so wie Aisha, all diejenigen, die gegen Nachfolger des Propheten waren und Nachfolger des Propheten abgelehnt haben, all diejenigen, die die Tochter des Propheten geschlagen haben, zu diesen Leuten sagen sie, möge Allah mit sie zufrieden sein. Und egal wie viele Quellen du sie zeigen willst, egal wie oft und wie, egal was sie machen, sie akzeptieren das nicht. Okay. Und nicht nur das, Bruder, wir haben zwei verschiedene Religionen. Unsere Religion hat gar nicht mit den Sunniten und natürlich auch Schiiten zu tun, die sie als Geschwister bezeichnen und sagen, dass Koran vollständig ist. Okay. Wir sind Feinde. Wir sind so, Feinde. Okay, interessant. Weil ich habe zum Beispiel einen Schiiten in meiner Klasse und er ist gut mit Sunnis und so. Aber ich habe mal gehört, bei... Dann ist er kein richtiger Rafidi. Kein richtiger? Rafidi, er ist kein richtiger Ablehner, Bruder. Weißt du? Wir haben gegen Aisha gekämpft, wir haben gegen die Khulafa gekämpft, wir haben gegen die Sunniten jahrelang gekämpft. Und das ist unser Stolz, weißt du? Weil diese Schiiten, die Sunniten als Geschwister bezeichnen, sie kennen die Geschichte nicht, sie verstehen einfach die Geschichte nicht. Guck mal, mein Bruder, einen Moment. Du bist, guck mal, jetzt ein Christ, der ist doch kein Schiite. Wir wollen ja davon ausgehen, dass du ein Schiite bist. Okay, es gibt auch viele abtrünnige Schiiten. Aber Aisha kämpfte gegen Ali ibn Abi Talib. Wer gegen Ali ibn Abi Talib kämpft, kämpft er gleichzeitig gegen den Propheten. Weil gemäß die sunnitische Glaube, Ali ibn Abi Talib ist die Seele des Propheten. Koranvers, Interpretation steht bei den Sunniten. Und Ali ist der Gesandte sagt, Ali ist von mir, ich bin von Ali. Sie sagen zu Aisha, Mutter der Gläubigen, möge Allah mit Aisha zufrieden sein. Und du bist Anhänger von Ali. Wie kannst du sagen, dass Aisha deine Mutter ist? Wie kannst du Weil das sagen? Weil sie gegen Ali gekämpft hat, richtig? Nicht nur das, Bruder. Sie hat, guck mal jetzt, wenn du nach Saudi-Arabien gehst, Enkel des Propheten wurde nicht neben dem Propheten begraben. Aisha hat nicht zugelassen. Diese Frau ist der Teufel, Shaitana, so wie der Gesandte sagte, auch in Sahih Bukhari. Okay. Die ganze Stress ist Aisha, die ganze, und natürlich dieser Gesandte, Sallallahu Alaihi Wasallam, der beim Stehen pinkelte und so. Ja, Bruder. Bruder, ich habe eine Frage, letzte und dann gehe ich wieder. Alles klar. Ich habe mal gehört, dass bei der Kaaba, da wurde ja Ali geboren, richtig? Und ich habe gehört, da ist so an der Kaaba immer so eine kleine Zerstörung wegen Ali. Und die kommt immer wieder, habe ich gehört. Und ich wollte fragen, wieso das passiert. Die Sunniten, die sind neidisch. Sie versuchen es zu reparieren und so. Ja, kommt immer wieder. Ich habe sein Video gesehen. Ich glaube, er war Schiite, hundertprozentig. Und er hat so gesagt, egal wie oft sie versuchen, das wegzumachen, egal wie, aus was die Kaaba besteht, das wird immer kommen. Ja. Aber wie ist das passiert? Ja, Bruder, die Frau von Abu Talib, yani die Mutter von Ali ibn Abi Talib, wollte Ali ibn Abi Talib dann
zur Welt bringen. Ja, und das ist passiert, damit das sie dadurch. Es gibt verschiedene Überlieferungen darüber. Ne? Eines Tages muss ich extra darüber erklären, Bruder. Weißt du? Okay. Es ist besser, wenn ich extra darüber erkläre, weil das ist schmerzhaft für die Sunniten und Schiiten ihre Geschwister. Das sollte man nicht so einfach erzählen. Okay, okay. Weißt du, wie ich meine, Bruder? Kein Stress. Dann ich danke dir. Gut, Habibi, Habibi, mein Bruder. Ciao. Jetzt. Habibi, ciao. Guck mal, der ist ein Christ. Guck mal, was er erzählt. Er sagt, stimmt es, dass Ali ibn Abi Talib und so weiter? Und sie sind neidisch. Und du, Schiite, du verstehst es nicht. Taratir, der Gelehrte sagte, und der Gesandte sagte, ihr habt doch meine Familie, hier ist ein bisschen Chai gekippt, so. Ihr habt meine Familie, diese Gelehrten haben euch in die Irre geführt. Diese Gelehrten, ich schwöre, Bruder, die Christen, yani die Christen müssen die Schiiten beibringen. Die verstehen mir. Ich schwöre, die Christen verstehen mehr als die Schiiten. Wirklich ohne Spaß. Da hat ein Christ mit einem Schiite diskutiert. Er sagte, nein, ich glaube aber, du liegst falsch und so. Und er hat ihn widerlegt sogar. Jetzt will ich keinen Namen nennen. Er hat ihn sogar widerlegt, weil der Schiite keine Ahnung hat. Der hat gar keine Ahnung. Bist du Sunnite? Du kennst mich doch, Sunnite? Bist du Sunnite? Ich beantworte meine Frage. Du bist Kafir oder Muslim? Nein, ich stelle zuerst eine Frage, danach der will nur etwas sagen und weglaufen, wie der andere. Nein, ich stelle zuerst eine Frage, danach stellst du eine Frage. Was hast du denn für ein Problem? Was hast du für ein Problem? Ich stelle eine Frage, dann stellst du eine Frage. Hast du Angst? Weil sie wollen nur etwas sagen und weglaufen. Ich stelle eine Frage, okay? Lass mich, wenn du ein Mann bist, lass mich reden. Verflucht mich. Hey. Ja. Wir können nur was anderes. Guck mal, er muss sich so verhalten. Soll ich euch sagen, warum? Genauso wie der Hamdi. Wie der Hamdi, dieser Mohannef. Er hat mich auch nicht ausreden lassen. Weil sie sind schlau. Er weiß genau, wenn ich ihnen eine Frage stelle, er wird keine Argumente haben. Er muss weglaufen. Sie sind schlau, sie sind richtig schlau. Er lässt sich gar nicht ausreden. Ich schwöre, der ist schlau. Der ist doch nicht dumm, dass er mich ausreden lässt. Ja, Majusi, ein Feueranbeter. Deswegen habe ich ja auch ein Dings hier. Ich bin Feueranbeter. Und ich kann dir beweisen, dass das Feuer mächtiger ist als dein Allah. Sollen wir darüber debattieren, ob das Feuer mächtiger ist oder dein Allah? Ich schwöre, schaffst du nicht. Schaffst du nicht. Ich pack dich hier mit authentischen Überlieferungen. So. Wenn du ein Mann bist, komm, ich stelle eine Frage, danach stellst du eine Frage. Okay? Wo ist das Problem? Lass mich doch. Darf ich eine Frage stellen? Dann bist du dran, okay? Lass mich doch eine Frage stellen, dann. Nein, du wirst weglaufen. Ich stelle zuerst eine Frage, dann bist du dran. Versteh das. Du verfluchst, du schmeißt mich raus. Ich werde das niemals hier rausgehen. Okay, dann bleib mal, alle sind Zeugen hier. Leute, ihr seid doch alle Zeugen. Ich werde ihn nicht runterschmeißen, okay? Lass mich mal eine Frage stellen. Stell doch Fragen, okay? Stell mir doch Fragen. Eine Frage. Wenn Allah die Zukunft kennt bei euch, Allah kennt ja die Zukunft, richtig? Du wolltest doch was anderes fragen. Du wolltest doch. Nee, warte. Warum hast. Lass mich doch reden. Lass mich doch nur reden. Guck mal, du bist so wie ein Esel, redest du, aber keiner. Guck mal, wer hat. Er macht das mit Absicht, damit ich ihn runterschmeiße. Lass mich nur reden. Schmeiß du verflucht, so wie dein Imam. Ich nicht. Du verflucht, so wie dein Imam. Wie Aisha al-Gahba, Zania. Du hast verflucht, dann habe ich auch. ببین یه طوری مادر سونیا رو بگام که دیگه کسی نگاهیده حالا سب کن الو بست تو زونیته فادی؟ Alhamdulillah, ich bin Sunnite, ja, aber ich habe eine Frage an dich. Nein, ich stelle zuerst die Frage. Nein, du wirst weglaufen. Ich stelle zuerst die Frage. Warte mal. Ich stelle zuerst die Frage, dann kannst du deine Frage stellen. Okay, abgemacht? Abgemacht. Dein Allah kennt die Zukunft, richtig? Abgemacht.
Wenn dein Allah die Zukunft kennt und weiß genau, dass Aisha nach dem Tod des Propheten fremdgehen will, wieso hat dein Allah zu seinem Gesandten nicht gesagt, oh Mohammed, heirate nicht Aisha? Antworte auf die Frage. Weil diese Aussage, die du gerade tätigst, einfach falsch ist, erfunden ist und... Was, wenn ich dir Überlieferung zeige? Lüge, Lüge, Lüge. Na, warte, ich zeig dir Überlieferung, warte. Lüge, warte. Guck mal, Lüge. Er sagt Lüge, warte mal. Du sagst gerade, Feuer ist mächtiger als Allah. Du bist ein Kerl. Nein, Antwort auf meine Frage, dann gehen wir auf Feuer. Warte mal, Antwort auf meine Frage, dann gehen wir auf Feuer. Was hast du für ein Problem? Warte mal. Wechsle das Thema nicht, bleib mal auf ein Thema. Ist Aisha dem Propheten nicht fremdgegangen? Nein. Dann okay, guckt euch das an, er sagt nein. Leute, guckt euch diese authentische Überlieferung habe ich hier. Ich zeige euch keine Bilder oder so, damit dass sie sagen, ja, das ist nicht authentisch und wissen wir nicht und kennen wir nicht und so weiter. Guck mal, guckt euch das an, was die Sunniten so verheimlichen. Das ist Sahih Muslim Nummer 288. Erklär mir das bitte. Der Mann übernachtete im Aisha's Haus und als er morgen aufwachte, hat er seinen Samenaguss bekommen. Wie hat Aisha mitbekommen, dass der Mann seinen Samenaguss bekommen hat? Erklär mir das. Die Frage stellst du schon seit 100 Jahren und du verstehst selber nicht, was du... Dann erklär mir das. Erklär mir das. Du verstehst dich selber nicht. Dann erklär mir das. Guck mal, das stimmt nicht, was du sagst. Das, was da steht... Ne, das erklär. Du interpretierst das falsch, ne? Aber das ist typisch. Dann interpretier du mal bitte. Das ist typisch für ein Rafidi. Du sagst gerade dein Feuer stärker als Allah. Somit weißt du, was du bist. Ich wollte dir das nur sagen. Du bist jemand, der nur beleidigen kann. Du beleidigst Aisha. Leute, guck mal, ich liege euch nicht an. Das sind authentische Überlieferungen. Authentische Überlieferungen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber anscheinend... Ja, ja, Khalas, stopp. Ein Moment. Nicht tausende Team. Ich bin gerecht. Jetzt bist du dran. Stelle deine Frage, bitteschön. Wie kannst du sagen, was meinst du mit... Meine eigentliche Frage ist, wie kannst du sagen, Feuer ist mächtiger als dein Allah? Was meinst du damit genau? Ich beweise dir das. Dass Feuer mächtiger ist als Allah? Höre zu. Bitteschön. Das ist Feuer, richtig? Wenn das Feuer ausgeht, dann mache ich mit einem Streichholz mache ich die nächste an, richtig? Okay. Was ist mit dein Allah? In Sahih Bukhari steht, dass ein Leib dein Allah packen kann. Und wenn dein Allah gepackt werden kann, er kann auch getötet werden. Ich kann dir beweisen aus dem Koran, dass dein Allah tot ist und nicht mehr am Leben ist. Das ist ein Dialog. Verstehe das, lerne das. Ich kann dir das beweisen. Du bist, weißt du, was du bist? Du bist irregeleitet. Du bist, Wallah, ich meine. Ich kann euch beweisen, aus dem Koran, der ist schon tot. Allah, der Sunniten, der zwei rechte Hände hat, der ist schon tot. Er will beleidigen. Du bist irregeleitet. Und dann, nach einer gewissen Zeit, er geht auf meine Mutter. Ich weiß, ich kenne sie. Sie sind so, denn Allah ist tot. Der ist schon tot. Dann komm, lass mal normal reden. Ah, der ist schon weg. Der andere sieht wie Sheikh aus. Mal schauen. Ich hoffe, du bist ein Sheikh. Kuss Mordera. Inno to Mordera Aisha Bukon. Der beleidigte auf Persisch, der. Sie beleidigen. Black Diamant, bist du Sunnite? Der ist Schiite. Bist du Sunnite? Habibi, ich bin Shia, Assalamu alaikum. Habibi, es geht nicht. Sunniten. Ich habe nicht... Du hast doch eine Anfrage geschickt. Du wolltest mich beleidigen. Ich war respektvoll. Schick mal Anfrage. Ich beweise dir, dass dein Allah tot ist. Schick mal Anfrage und komm. Ich zeige dir aus dem Koran und eine Interpretation des Verses. Ich beweise dir, dass er tot ist.
Assalamu alaikum. Soran Kuni Mordegao. Khafesh Armzad Binoms. Das ist so peinlich. Sie sind sowas von peinlich, die Sunniten. Like, alle werden bald wissen, dass ihr Lügner seid. Koran ist nicht vollständig, der Gesandte war verrückt, er hat keinen Nachfolger ernannt. Aisha ist dem Propheten, ist fremd gegangen. Die Ziege frasst den Koran. Der Gesandte war nicht normal, er wollte Selbstmord begehen. Jetzt für meine christlichen Brüder und Geschwister, da ich die Christen liebe. Wusstet ihr, ich muss ein Sunnite-Dings hier machen, damit ich die... Kann ein Sunnite mir beweisen, dass sein Gesandter eine höhere Position hat als Jesus oder Jesus eine höhere Position hat als Sallallahu Alaihi Wasallam, dein Gesandter? Komm, beweise mir das. Normalerweise müssen die Sunniten Christ sein. Soll ich euch sagen, warum? Weil bei den Sunniten steht authentische Überlieferung. Salam. Steht authentische Überlieferung, dass Jesus sündenfrei ist. Er hat noch nie Sünden begangen. Aber aus dem Koran, Surat al-Ma'idah und Surat al-Ma'idah Vers 44 und Surat al-Tahrim Vers 1 kannst du beweisen, dass er ein Kafir war. Er hat gesündigt und er war ein Ungläubiger und als Ungläubiger ist er gestorben. Jesus aber war sündenfrei. Eine Frage an euch, wer ist besser? Jemand, der noch nie Sünden begangen hat oder jemand, der gesündigt hat und du kannst auch, der wollte sogar Selbstmord begehen, er schlägt seine Frau, beleidigt seine Frau, er hat keinen Nachfolger, er hat das Buch Gottes nicht zusammengestellt, obwohl er der letzte Gesandte ist und viele Katastrophen. Wer ist besser? Natürlich Jesus. Jesus ist besser. Kann ein Sunnite hier jetzt mit mir live kommen und mir beweisen, dass der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam bei euch wirklich besser ist als Jesus? Komm. Ich hoffe, du bist ein Sunnite. Bist du Sunnite? Ja, ich bin Sunnite. Okay. Kannst du mir beweisen, dass Mohammed besser ist als Jesus? Ich kann dir beweisen vor diese 222 Menschen hier, dass du einfach verrückt bist. Nein, verrückt war dein Gesandte. Ich schwöre, er war manchmal verhext, so wie Aisha sagte. Wegen Zuschauer, hab doch Angst ein bisschen. Ist okay, verrückt, okay. Aisha hat erwähnt, dass der Gesandte verhext war. Jetzt bin ich verrückt oder dein Gesandte? Warum bleibst du nicht ein Mensch? Lass die Leute nicht in Ruhe, guck mal, du ätzt sondern deine eigenen Leute. Was hast du davon? Für 200 Zuschauer? Was habt ihr davon, wenn ihr live geht und gegen die Christen oder die Rafida redet? Was habt ihr davon? Ja, wieso dürft ihr über andere Glaubensrichtungen reden, aber wir dürfen nicht über eure Glaube reden? Wir nehmen auf den Namen einen, der so über eure Götzendiener reden. Sag mir. Götzendiener sind doch besser als dein Gesandte. Ja, was denkst du? Götzendiener, der Name sagt doch schon alles. Aber wir beten an Allah und du weißt ganz genau... Warte mal, Leute, was hast du gesagt? Du betest nur Allah an? Hör auf mit deinen Logfragen. Ich bin nicht darüber. Ich habe kein Wissen. Du betest nur Allah an? Hör zu. Ja klar, ich bete nur Allah an. Guckt euch das an, wie sie lügen. Sie beten nur Allah an. Guckt euch das an. Ich zeige euch, was Allah anbeten bedeutet. Guck mal, diese Götzendiener. Du hast ja gesagt, Gott. Das sind Götzen. Ja. Sie beten nur Allah an. Sie haben einen schwarzen Stein. Die Sunniten sagen, erstmal muss ich euch sagen, sie laufen um ein Haus herum, da zitieren sie dabei etwas. Wenn du immer fragst, was machst du gerade? Er wird dir sagen, ja, ich bete Allah an. Und danach hier befindet sich ein schwarzer Stein. Sie denken, wenn sie diesen schwarzen Stein anfassen, sie oder küssen, sie nach dem Tod werden sie sich im Paradies befinden. Und dann gibt's noch ein paar Säulen. Sie nehmen irgendwelche Steine, sie schmeißen gegen diese Säulen. Das nennt man Steinigung des Teufels. Und sein Allah ist nicht stärker als das Feuer hier. Und sein Allah ist tot.
Und er sagt, ja, wir beten nur Allah an. Wollt ihr mich verarschen? So habt ihr jahrelang in Deutschland, überall in den sozialen Netzwerken, habt ihr nur Dreckwerbung gemacht. Wir beten nur Allah an. Wir beten nur Allah an. Was für Allah betest du an? Welche Allah betest du an? Denn Allah kann dir nicht mal helfen. Er braucht selber Hilfe. Er hat zwei rechte Hände gemäß eurer Überlieferungen. Götzendiener, sie waren doch friedlich. Mindestens waren sie friedlich. Und nicht so wie ihr. Was habt ihr in Paris gemacht schon wieder? Das ist die Sünde des Propheten bei euch. Das ist die Sünde von Aisha und Abu Bakr bei euch. Gemäß eurer Überlieferungen. Die Tochter des Propheten ist sogar eine ungläubige Frau. Gemäß eurer Überlieferungen müsst ihr euch so verhalten. Das ist deine Glaube. Aber du verwendest die Sunniten-Leute, sie haben etwas, heißt Tariya. Tariya, das heißt Lügen. Sie lügen, ja, normalerweise, er muss die Menschheit angreifen, bis sie sagen und bekämpfen, bis sie sagen, es gibt keinen Gott außer Allah, der zwei rechte Hände und Füße hat und der Stein und das Haus und die Steinigung des Teufels. Friede sei mit dem Teufel. Friede sei mit Antichrist und der Teufel. Der Antichrist, gemäß eurer Überlieferungen, authentische Überlieferungen, der Antichrist, er kann töten und lebendig machen. Dein Gesandter kann nicht mal das. Willst du mich verarschen? Wir bieten nur Allah an. Und alles, was ich dir zeige, lehnst du ab. Habe ich nicht, kenne ich nicht, noch nie gehört, ist nicht meine Glaube. Ja. Soll ich dir beweisen, Ali ist der Erste? Ja, das kann ich dir beweisen. Der Gesandte hat Ali als Nachfolger ernannt. Du folgst Abu Bakr. Der Gesandte sagte, ich bin die Stadt des Wissens, ich bin die Stadt des Wissens und Ali ist ihr Tor. Du folgst Aisha. Wenn du Wissen verlangen willst, dann hast du diese Schiuch. Diese Lügner, Lügner, sie setzen nur ständig und reden über Religion und Gebetswaschung und Fasten ist gesund und sie versuchen eure Jugendliche in die Irre zu führen. Bleib mal Christ. Ich sage euch, bleib mal Christ. Da sind letzte Lügner. Was denkt ihr, warum sie nicht mit mir debattieren wollen? Warum? Warum haben sie meinen Account gemeldet ständig, bis mein Account gesperrt wurde? Warum? Letzte Lügner sind es. Er kennt nicht mal sein eigener Glaube. Er kommt zu dir und dann sagte er, ja, aber der Jesus bei euch, Alter, der Gesandte bei euch, Alter, Aisha bei euch, der Abu Bakr bei euch, Hafsa bei euch, Omar bei euch, Khalid bin Walid bei euch, das sind alle Überlieferungen. Aber das haben die anderen nicht gelernt, das wissen sie nicht. Da kommt und dann sagen die, sie hören ja, wir beten nur Allah an. Welche Allah? Und der Koran ist verfälscht, ist nicht vollständig. Beschäftige dich bitte erstmal mit deinem eigenen Glaube. Koran ist nicht vollständig. Ihr geht und greift die Menschen an in Paris, ihr da. Salamu alaikum. Hallo, bist du Sunnite? Sunnite. Okay. Leute, der ist ein Sunnite. Wenn du mir beweist, das Buch Gottes falsch. Einen Moment. Bevor ich mal was beweise. Nein. Er will nur etwas sagen und weglaufen. Das kann ich nicht. Nein, lass mich eine Frage stellen, bitte. Einen Moment. Ja, bitte sehr gerne. Wenn er mir beweist, dass Koran vollständig ist, da sie ständig sagen, dass der Bibel verfälscht wurde und nicht vollständig ist. Wenn du mir beweist, dass das Buch Gottes vollständig ist, ich werde jetzt Sunnite und tue alles, was du willst. Hier im Livestream, jetzt werde ich Muslim, Sunni, so wie du willst. Beweise mir nur, dass Koran vollständig ist, bitteschön. Du hast das ganze Live für dich, bitteschön. Beweise. Ich möchte erstmal dich kennenlernen, so, Jani. Ich habe Salamu alaikum gesagt, ich bin mit Frieden gekommen. Und ich möchte dich erstmal kennenlernen, so, Jani, wer bist du? Weil du bist neuer Charakter hier auf TikTok gerade. Weil ich bin länger gegen alles gut. Guck mal, jetzt du wirst doch für mich keinen Ausweis machen. Beweise, dass Koran vollständig ist. Ich möchte Muslim erst, werden. Erstmal wissen, weil du bist du gläubig? Ich bin Atheist. Ich möchte versuchen, eine Religion. Ich möchte die andere Religion kennenlernen. Deswegen, jetzt bin ich bei der Suche beziehungsweise auf der Suche. Ich rausfinde, dass der Koran nicht vollständig. Lass mal kurz ausreden. Ja. Ich möchte nur wissen, ob Koran vollständig ist oder nicht, damit ich zum Islam konvertiere. Jetzt bin ich Atheist. Ja, wenn du Atheist bist, brauchst du mit dir über Religion nicht zu diskutieren, weil dich ja Gott nicht interessiert. Aber das ist, du willst doch jemandem beweisen, dass das Koran aber vollständig ist. Wenn dich Gott nicht interessiert, warum machst du extra einen Stream auf? Das, ich bin doch, der liebe Gott interessiert mich. Ich möchte nur wissen, ob Koran vollständig ist. Hörst du an?
dass du dir das Recht rausgibst und du. Ich habe dir die Antwort gegeben. Also nochmal, ich möchte nur wissen, ob Koran vollständig ist. Beweise, dass Koran vollständig ist, dann werde ich jetzt Muslim im Livestream. Okay. Okay. Bitteschön. Der Koran wurde herabgesandt von Allah an unseren Propheten. Und damit habe ich schon deinen Knockout gegeben. Er kam direkt von Gott. Warte mal, dein Gesandter hat Koran vergessen. Wie kann das sein, dass dein Gesandter überhaupt Koran... Unser Gesandter, der nicht lesen und schreiben konnte, ja, der nicht lesen und schreiben konnte, hat den Koran herabgesandt bekommen von Allah. Das sind Allahs Worte, ja. Okay. Und hat ihn bleib mal im Live. Warte ganz kurz. Bleib mal aber im Live, nicht weglaufen. Bleib mal im Live. Nicht weg. Und hat ihn der Menschheit überliefert, ja. So. Jetzt habe ich dir damit ein Knockout-Kriterium gegeben. Jetzt klärst du mich auf, wer du bist. Bist du ein Zwölfer Shia? Bist du ein Zarathustra? Stopp, ruhig. Jetzt höre die Antwort. Mhm. Yani, das Buch Gottes wurde offenbart durch Jibreel und so weiter. Alles gut. Der Gesandte bei euch, jetzt guck mal diese Klick-Klick-Bank. Der Gesandte bei euch sagte, Khudul Quran min Arba'a. Der Gesandte sagte, nimm das Buch Gottes von vier Personen. Mhm. Eins davon, Fabada Abdallah bin Mas'ud. Eine von denen, Abdallah bin Mas'ud. Seine Lesung wurde durch Jibreel und Muhammad al-Nabi bestätigt. Wieso hast du den Koran jetzt von Othman, dass Aisha und Omar auch sagen, dass es nicht vollständig ist? Jetzt, antworte. Für einen Perser kannst du sehr gut Arabisch, oder? Was? Hat nicht der Antworte bitte. Komm nicht auf Persisch, was weiß ich noch. Ey, glaub mir, guck mal, die Leute kennen mich hier alle gar, ja? Und du kannst mit... Ist mir egal, ob sie mich kennen oder nicht. Beweise, dass Koran vollständig ist. Wieso hast du das Buch Gottes von Othman, obwohl der Gesandte Othman nicht dafür zuständig gemacht hat? Im Endeffekt wirst du genauso exposed wie die anderen, wenn du dich jetzt hier nicht höflich vorstellst. Ich habe mich vorgestellt, ich kann dir auch meinen richtigen Namen sagen. Jetzt kannst du dich als... Es ist mir egal. Du kannst mir nicht... Guck mal, was, wenn ich jetzt sage, dass Koran nicht vollständig ist? Bin ich Kafir oder nicht? Was interessiert mich? Deine Religion ist deine Religion, meine Religion... Gemäß deinem Glaube. Gemäß meinem Glauben. Leb deine Religion, wie du willst, juckt mich nicht. Lass aber ich möchte dich, ich möchte deine Religion kennenlernen, versteh das. Du bist doch höflich. Du bist ja angeblich vor meiner Religion. Du bist doch höflich. Sag mir, wenn jemand sagt, dass Koran nicht vollständig ist, ist er ein Kafir oder nicht? Du bist doch vor meiner Religion angeblich geflüchtet, vor der du Angst hattest und konntest damit dein Visum in Deutschland... Dann beweise, dass Koran vollständig ist. Damit du einen Aufenthaltstitel bekommst, richtig? Ja, natürlich. Natürlich, ich mache das wegen Aufenthaltserlaubnis. Beweise, dass Koran vollständig ist. So, dann bist du nach Deutschland gekommen, dann hast du... Genau, alles gut. Beweise, dass Koran vollständig ist. Und Drogen gegeben, ich schwöre. Beweise, dass Koran vollständig ist. Und da dein Leben nicht... Beweise, dass Koran vollständig ist. Habe ich dir gerade. Ja, was? Okay, wieso hast du Koran von Othman, obwohl der Gesandte sagte, nimm Koran von Abdallah Mas'ud. Und das Koran, was Abdallah bin Mas'ud hatte, ist nicht das gleiche, was du heute hast. Also, beweise, dass Koran vollständig ist. Komm. A1 Sprachkurs, Junge. Hör mal zu. Ich spreche jetzt mal nochmal in ganzen Sätzen in Ruhe aus, mit tief ein. Du kommst nie mit diesen Wörtern, kommst du nicht weiter. Wieso hast du Koran von Othman? Zeig mir ein Hadith, wo dein Gesandter gesagt hat, nimm Koran von Othman. Das Buch von Othman hat Verfälschung und ist nicht vollständig. Du solltest das Buch Gottes von Abdallah bin Mas'ud nehmen. Wieso hast du das Buch Gottes von Othman? Wer schreit, der verliert. Nochmal ganz von vorne, Step by Step, mit Ruhe. Erklär noch. Das ist der liebe Gott. Es ist mächtiger als dein Allah. Bitteschön. Wer ist Gott? Ne, ist mir scheißegal. Beweise, dass Koran voll. Der will das Thema wechseln. Ich habe ihn gepackt jetzt. Yalla. Abdallah bin Mas'ud hatte einen Koran. Ein Moment. Abdallah bin Mas'ud hatte einen Koran. Sein Koran war unterschiedlich zu das Buch, das du heute hast. Und Abdallah bin Mas'ud war dafür zuständig, das Buch Gottes zusammenzustellen. Also, kannst du mir beweisen, dass Koran vollständig ist? Du bist in der Beweispflicht. Zeigst du mir. Du hast das auch. Okay, guck mal, Leute. Was soll ich dir zeigen? Dass Koran nicht vollständig ist? Du bist doch in der Beweispflicht. Du sagst, du gibst eine Aussage und er sagt. Okay, guckt euch das an. Jetzt. Ein Moment, ich zeige die Überlieferung gleich. Ey, woher kommen diese ganzen Pokémon-Charakter her? Wieder neue Charakter freigeschaltet. Pokémon-Charakter war Dings hier von, lass mal ruhig bleiben. War von Eiche. Ja, ich pack dich jetzt, warte mal. Ja. Jetzt guck mal hier.
Sie haben euch die ganze Zeit angelogen. Die ganze Zeit. Guck mal, Leute. Jetzt habe ich dich hier gepackt. Aisha hatte auch einen Koran. Und das Koran, warte. Koran von Aisha war unterschiedlich zu dem Koran, das du heute hast. Jetzt guck mal diese Katastrophe. Jetzt klick, klick, bang, Habibi. Jetzt für immer. Guckt euch das an. Das ist Sahih Muslim. Was die Muslime euch nie erzählen und euch die ganze Zeit anlügen, dass Koran nicht verfälscht ist und vollständig ist. Guck mal. Warum? Aisha hat mich befohlen. Bleib mal kurz ruhig. Aisha hat mir befohlen, einen Koran zu schreiben. Waralat idha ballaghta hadhihi al-aya fa'adhin li. Und Aisha sagte, wenn du diesen Vers hier erreichst, dann musst du mir Bescheid geben. Was für ein Vers? Hafadu ala salawat wa salat al-wusta. Al-Baqarah 238. Falamma ballaghtuha adhantuha fa'amalat ala ghulihi ta'ala. Dann hat Aisha diesen Vers so zitiert. Hafadu ala salawat wa salat al-wusta wa salat al-asr wa ghubu lillahi ghanitun. Ist das ein Tafsir? Waralat Aisha, ein Moment. Sagte Aisha, sami'tuha min Rasulullah. Eine Frage. Wo ist das Koran von Aisha? Ein Moment, ich bin noch nicht fertig. Wo ist das Koran von Aisha? Denn Aisha versteht. Ein Moment. Wo ist Koran von Aisha? Ihr Lügner. Aisha versteht sogar mehr als Othman. Othman hatte kein Wissen. Als Othman fragen wollte, ist er immer zu Aisha gegangen. Ihr Lügner. Du bist auf der Lügner. Wo ist Koran von Aisha? Jetzt habe ich dich gepackt. Wo ist Koran von Aisha? Du bist doch der Lügner. Wo ist Koran von Aisha? Du hast doch eben gesagt, du bist Atheist, du bist gar nicht belesen. Ist mir egal. Wo ist Koran von Aisha gemäß deiner Glaube? Wer ist Koran von Aisha gemäß deiner Glaube? Wer gibt seinen Glauben auf gerade für ein paar Follower? Ihr könnt nie wieder sagen, dass Koran vollständig ist. Nie wieder könnt ihr das sagen. Nie wieder. Nie wieder. Leute. Sie haben euch jahrelang nur angelogen. Von hinten bis vorne. Sie sagen, Koran ist vollständig. Er ist schlau. Er lässt mich nicht ausreden. Er unterbricht mich. Warum? Das wollte ich sagen. Hört genau zu. Der Gesandte bei denen, er sagte, nimm Koran von 4 Personen. Eine unter diese 4 Personen heißt Abdullah bin Mas'ud. Seine Lesung wurde durch Engel und der Gesandte bestätigt. Abdullah bin Mas'ud hatte einen Koran, nach dem Tod des Propheten hatte er einen Koran zusammengestellt. Das Koran war nicht mal vollständig. Das Koran, das er hatte, war nicht mal vollständig, erstens. Und zweitens, das Buch, was er hatte, ist unterschiedlich zu das Buch, das die Muslime heute haben. Lass mal Abdullah bin Mas'ud, kommen wir zu Aisha. In einer Überlieferung heißt es, Othman, Omar, alle, egal wer Fragen hatte, sie hatten immer Aisha gefragt, was Koran auch anbelangt. Aisha hatte auch einen Koran und das Koran von Aisha ist auch unterschiedlich zu diesem Koran, das wir heute haben. Das will ich dir, ich gebe dir ein Bild. Nach dem Tod des Propheten, jeder Gefährte des Propheten oder Frau des Propheten hatte einen Koran gehabt. Und diese Koranen waren unterschiedlich zu den anderen Koranen. Jeder hat gesagt, ich hörte den Propheten so und so den Koran zitieren und nicht so und so. Ihr wollt mich anlügen. Ich schwöre bei Allah, ich werde euch nicht folgen. Und sie sagen, Koran ist vollständig. Und Aisha erzählte, dass Koran nicht vollständig ist. Omar hat auch erzählt, dass Koran nicht vollständig ist. Gefährten des Propheten erzählen, dass Koran nicht vollständig ist. Genau bei den Sunniten, auch bei den Schiiten. Aber sie wollen das verheimlichen. Sie wollen das verheimlichen. Eines Tages nach dem Tod des Propheten kam Omar auf die Kanzel, auf die Mimbar. Was sagte Omar? Er sagte, ich hatte Angst, dass eines Tages die Menschen sagen, dass wir den Steinigungsvers nicht im Koran finden. So habe ich Angst. Und dann hat er sogar einen Vers zitiert. Und dieser Vers befindet sich auch heute nicht im Koran. Nach dem Tod des Propheten. Abu Bakr sagte, ich kenne von dieser Gefährte des Propheten diese Verse und diese Vers. Wo ist er? Sie haben gesagt, Abu Bakr, der ist schon tot. Ja, diese Versen sind auch verloren gegangen. Kommen wir zu anderes Gefährte des Propheten. Der hatte auch ein Koran. Sein Koran war auch unterschiedlich zu diesem Koran. Yani, sie haben euch angelogen. Die Sunniten, was sie euch erzählen, ist alles Lüge. Sie haben Nachfolge des Propheten abgelehnt. Sie haben Nachfolge des Koran,
war mit Nachfolgerschaft von Ali ibn Abi Talib. Nachfolge des Propheten haben sie abgelehnt und das Buch Gottes haben sie auch verfälscht. Na, na, ich lache über euch, ich habe euch platt gemacht. Wo sind die Sunniten? Kommt, kommt, beweist das, ihr Lügner. Jetzt, jetzt, ich mache euch platt. Ich mache euch platt heute. Ich mache euch platt, ich schwöre. Ich stelle zuerst die Frage, dann kannst du eine Frage stellen. Da du zu, wenn du zuerst die Frage stellen würdest, du wirst weglaufen. Ich stelle zuerst die Frage, okay? Ja, Daum, salam alaikum erstmal. Das ist kein Benin. Erstmal musst du einen Gruß geben, wenn du Muslim bist. Daum, salam alaikum. Was? Jetzt sag das nochmal. Salam alaikum, habe ich dir gesagt. Ja, ich bin kein Muslim. Eine Frage. Ich stelle zuerst eine Frage, dann kannst du eine Frage stellen, okay? Alhamdulillah, bitteschön. Schön. Wenn dein Gesandte, also er ist ja mit Allah verbunden. Allah, der liebe Gott bei euch, er weiß genau, er kennt die Zukunft. Wenn dein Allah die Zukunft kennt und weiß genau, dass Aisha dem Propheten nach dem Tod des Propheten fremd gehen würde, wieso hat Allah nicht zu seinen Gesandten gesagt, oh Gesandte Gottes, heirate nicht Aisha? Bitteschön, antworte auf die Frage. Erstmal, Assalamu alaikum wa barakatuh. Erstmal musst du die Leute ausreden lassen. Wenn du hier drin bist, dann lass die Leute ausreden. Aber du darfst das Thema nicht wechseln. Ich gehöre nein, nicht zu diesen anderen, die euch ausreden lassen. Nein, nicht Thema wechseln. Bei dem Thema. Ich bleibe, Sabr. Ja. Sabr, Habibi, Sabr. Weil Allah subhanahu wa ta'ala ist mit denjenigen, die Geduld sind. Geduldig sind. Aber ich glaube nicht an deinen Allah. Ich bin Kafir zu deinem Allah. Okay. Dein Allah, nicht gemäß meiner Glaube. Okay, nicht gemäß meiner Glaube. Guck mal, jetzt schon Thema gewechselt. Dein nein, Allah sagt, ist mir nein, egal, nein. Was dein Allah sagt. Guck mal, Habibi, Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt sein Vers im Koran, Alif Lam Mim, Zalika al-Kitab, la rayba fi, hudan lil-muttaqin, alladhina yu'minuna. Jetzt rede ich über, guck mal, das Thema gewechselt. Jetzt, Zalika al-Kitab, la rayba fi, hudan lil-muttaqin. Warum wechselst du das Thema? Was, Sabr, ich gebe dir doch deine Antwort auf den Koran. Aisha ist dem Propheten fremd gegangen. Sie ist fremd gegangen. Ja. Beweis mal bitte vom Koran. Ja. Nee, steht alles im Koran? Beweis mal vom Koran, habe ich dir gesagt. Steht alles im Koran? Nein, das muss nicht alles stehen. Ah. Nicht mal das Gebiet steht im Koran, wie man das Gebiet verrichten soll. Also tu nicht so. Tu nicht so. Tu nicht so. Warte, guckt euch das an. Vergiss das nicht. Diejenigen, die im Live sind, machen sie genauso platt. Sahih Muslim 288. Aisha ist dem Propheten fremdgegangen, Leute. Hier, guckt euch das an. Die Sunniten erzählen euch das nicht. Sie tun so, als ob Aisha ein Engelin ist. Das ist Sahih Muslim 288. Dann erklär mir mal bitte, wenn dein Allah wusste, dass Aisha fremdgehen würde, wieso hat er nicht zu seinem Gesandten gesagt, du darfst mit Aisha nicht heiraten. Warum? Antworte mal bitte. Du hast doch Kitab Allah Raybe fi Huda lil Aisha. Yalla, bitteschön. Guck mal, wenn du lesen tust, du verstehst das doch selber nicht. Du verstehst dann bitte das erklär mir das. Aber du verstehst das erklär doch nicht. Das. Erstmal das. Die zweite Sache ist, du blamierst dich doch hier. Habibi, erklär mir das. Erklär mir das. Ich möchte gar nicht wissen. Erklär mir das. Der macht sich lustig über den Koran. Erklär mir das. Ich bin Kafir, ich bin Muschrik. Erklär mir das. Du bist ein Kafir. Möge Allah dich verflüchten, Kafir. Du machst dich hier lächerlich. Yalla, yalla, keine Antwort. Yalla, kommen wir. Was hast du gesagt? Kitabul la raybe fi hudan lil muttaqin. Guck mal, lass mich mal dir jetzt. Einen Moment, was hast du. Lass nee, mich doch jetzt sagen. Nee, nee. Was hast du gesagt? Kitabul la raybe fi hudan lil muttaqin? Ja, ja. Hier okay, wann wurde dieser Vers offenbart? Guck mal, wann wurde dieser Vers offenbart? Du hast verloren. Ich hab verloren, was hab ich verloren? Was hab ich verloren? Ihr Lügner, ihr seid seit 1400 Jahren, Koran ist vollständig, Aisha ist die Engelin des Propheten, gute Frau. Jetzt seid ihr wie Ratten hier, mein Leib. Pass auf, du hast gesagt, Kitabun la raybe fi hudan lil muttaqin, richtig? Genau. Wann wurde dieser Vers offenbart, als der Gesandte am Leben war, richtig? Tamam. Aber nach dem Tod des Propheten haben Abu Bakr und Umar das Buch Gottes verfälscht. Bumm, Ali Akbar, was hast du noch? Was hast du noch? Hast du Beweise komm. Dafür? Ja, natürlich. Dafür? Wer sagt, kein Problem, lass mal normal reden. Abdullah, lass mal normal reden, okay? Zeig mir okay, ich zeige dir, ich zeige einen Moment. Einen Moment. Jetzt,
Sei ein Mann und sag mal gemäß deine Glaube, wer sagt, dass Koran nicht vollständig ist, ist er ein Kafir oder nicht? Ein Kafir, natürlich. Natürlich ist er ein Kafir. Yani, du hast gerade zugegeben, dass Omar ein Kafir ist, weil Omar bei euch Sahih Bukhari, ja, warte, Sahih Bukhari bei euch Omar sagte, dass Koran nicht vollständig ist. Das ist noch eine Click-Click-Bang für dich. Weil seit 1400 Jahren, ihr geht zu den Christen, ihr geht zu den anderen und sagt, ja, Koran ist vollständig, ja, alles ist vollständig. Warte mal, ich zeige euch, wie sie lügen. Guck mal. Lass mich doch erstmal meine Frage stellen. Und dann krieg ich keinen. Warte mal, du hast ja gesagt, wer sagt, dass Koran nicht vollständig ist, sein. Du hast gesagt, ein Moment, eins nach dem anderen. Du hast gesagt, wer sagt, dass Koran nicht vollständig ist, er ist ein Kafir. Richtig abgemacht, dann warte doch bitte. Ein Moment. Aber Allah sagt das, ich sag das nicht. Ja, kein Problem, warte mal bitte. Ein Moment. Guckt euch das an, was ist das? Sahih Bukhari. Das könnt ihr nicht mehr verneinen und sagen, das kenne ich nicht oder was auch immer, habe ich noch nie gehört. Guck mal, Seite 1239. Guck mal, was sagt Omar? Er sagt, Wallahi ma najid ayat al-rajm fi kitab Allah. Er schwört bei Allah und sagt, wir finden die Steinigungsverse nicht mehr im Koran. Das bedeutet, Omar sagte, dass Koran nicht vollständig ist. Also du hast ja vorhin gesagt, wer sagt, dass Koran nicht vollständig ist, ist er ein Kafir. Die Frage an dich, eine Frage, ist Omar ein Kafir oder nicht? Okay, das okay. Darf ich jetzt mal eine Frage stellen? Ist Omar ein Kafir oder nicht? Ja, der ist ein Kafir. Bei euch, der zweite Khalif sagte, Koran ist nicht vollständig. Okay. Darf ich meine Frage stellen jetzt? Antworte, dann kannst du deine Frage stellen. Ich habe doch gesagt, Omar ist ein Kafir. So, darf ich jetzt mal eine Frage stellen? Okay. So, guck mal, du kommst jetzt hier und willst den beleidigen, den willst du bloßstellen, den willst du bloßstellen. Bitte antworte jetzt von deinen Büchern, von deinen Schia-Büchern. Gibt es Nerges bei euch, die Frau, die Mutter von Imam Mehdi, weil ich bezieht euch was, immer... Was? Zeig mal eine Überlieferung, das, was du sagst, zeig mal. Warte, zeig mal eine Überlieferung. Lass mich ausreden. Habibi, ja, guck mal, warte, ich zeig dir von, wie bei euch ist. Zeig eure Mutter Nerges, meine Mutter ist Nerges, meine Mutter ist das. Beweis mir, dass der Islam sie angenommen hat. Bitteschön. Dass der Islam sie angenommen hat? Ja, die waren dann Kafir. Guckt ihr das an. Das nennt man Kepsarafadiyya. Guckt euch das an. Die waren die Muslime, die waren ein Kafir. Das wisst ihr selber. Ich habe bewiesen, dass Aisha Unzuchttreiberin ist und Zina begangen hat. Jetzt geht er auf Nerges. Ja, Nerges, so bei euch. Steht irgendwo, dass Nerges sich nackt gemacht hat wie Aisha? Steht irgendwo, dass die Männer im Haus von Nerges geschlafen sind und ihre Samenergüsse bekommen haben, wie Aisha? Steht irgendwo, dass Nerges über Pi wie Paula gesprochen hat, wie Aisha? Steht irgendwo, dass Nerges gesagt hat, ah, das habe ich vergessen, schade, dass Aisha gesagt hat, der Gesandte könnte seine Männlichkeit mehr kontrollieren als euch wie Aisha? Steht irgendwo, dass Nerges ihre Kette verloren hat und dann war sie 3 Tage lang weg. Als sie zurückkam, war ihre Haare so komisch und war ihre Klamotten so wie Aisha? Steht irgendwo, dass Nerges die Männer bei sich zu Hause eingeladen hat wie Aisha? Steht irgendwo, dass Nerges die Männer gestillt hat, wie Aisha? Steht irgendwo, in einer anderen Überlieferung heißt das, der ein Mann kam bei Aishas Haus rein und dann machte Dings hier von Aisha so und dann wollte von Aisha stillen. Das ist eine authentische Überlieferung. Natürlich, die Sunniten werden spielen, ja, die Überlieferungskette ist schwach, schwach. Ihr habt gar nicht... Ihr könnt nur beleidigen und ich habe von deiner Zunge das rausgeholt, was ich wollte. Du hast zugegeben, dass dein Khalif Omar ein Kafir ist, weil er ist derjenige, der gesagt hat, dass Koran nicht vollständig ist. Das heißt, gemäß deiner Glaube, Aisha ist Kafir, Omar ist Kafir, alle Gefährten des Propheten sind Kuffar. Genau das, was die Rafida sagen. Du hast zugegeben, du bist sauer.
Ich rede mit der Wahrheit. Ich komme mit der Wahrheit. Ihr habt 1400 Jahre lang habt ihr die Jugendliche in die Irre geführt und mit euch nach Syrien gebracht, so dass sie für euch kämpfen. Ihr habt die Christen angelogen. Koran ist vollständig. Ihr habt die ganze Welt nur angelogen. Ihr habt nur diese Werbungen, was ihr habt mit Schattenboxen und ja, mit diese islamische Lieder, habt ihr alle angelogen, Mann. Ich sage zu meinen christlichen Geschwistern, bei Allah, ich liebe euch, ihr Christen. Und ich mache keine Werbung von meiner Religion. Ich schwöre nicht. Bleibt Christ. Bleibt Christ. Diese Religion wurde verfälscht. Und ich bin bereit, mit jedem zu debattieren, der sagt, dass Koran vollständig ist. Ich bin bereit, mit jedem zu debattieren, der sagt, Abu Bakr wäre der erste Khalif. Beweis mir, ich wäre Sunnite. Wenn du mir beweist, dass Abu Bakr der erste Khalif ist, ich wäre Sunnite. Denn Ali ibn Abi Talib wäre der erste Khalif. Ihr Lügner. Ihr Lügner. Sie haben euch in die... Sie lügen euch ständig nur an. Salam alaikum. Salam, bist du Sunnite? Ja, und du? Bist ein Schiite oder was? Nee, ich bin Atheist. Ich stelle dir eine Frage. Du bist Atheist, warum rede ich da mit dir? Einen Moment. Na, wieso? Ja, das heißt, ich muss nur ein Muslim sein, um über eine Religion sprechen zu können? Ja. Wir haben Meinungsfreiheit. Ich darf über alles reden. Einen Moment mal bitte. Kannst du mir beweisen, dass Jesus nicht besser ist als Mohammed? Ich dachte, du wärst Schiite, deswegen, ich will nicht mit dir reden, sorry. Na, beweise, dass Jesus nicht höher ist als Mohammed. Beweis mir das. Siehst ihr? Für die Christen, Jesus ist höher als Mohammed, gemäß ihrer Glaube. Aber sie lügen euch an. Sie kommen zu euch und sagen, oh ja, ja, der Bibel wurde verfälscht. Alter, dein Koran ist verfälscht. Dein Koran ist verfälscht. Ihr seid die Verfälscher der Religion. Abu Bakr, Umar, Aisha, Hafsa, Uthman, Muawiyah, Yazid. Ihr habt Nachfolge des Propheten abgelehnt. Ihr habt die Tochter des Propheten ermordet. Ihr seid Lügner. Nur geht ihr live und redet hier über Waschung und das Buch Gottes ist vollständig. Und wie soll ich mein Po waschen? Und der Gesandte sagt so und Fir und Ahkam. Und wie soll ich dir... wie geht es, wenn darf eine Frau im Islam so und so... Alter, guck mal, wie Aisha sich verhalten hat. Ihr redet, ihr geht live, redet hier über Niederwerfung. Aber ihr wollt nie über die Geschichte reden. Ich schwöre, er sitzt so, er sagt... Ach, ich darf eine Frau ihre Haare zeigen, dass die Männer gucken und so. Naral, Mutter der Gläubigen, Aisha, da waren Männer, übernachteten im Aishas Haus und bekamen Samaguss. Die muslimische Frauen dürfen sowas nicht tun. Eine Frage, das was Aisha gemacht hat, das war gegen den Koran? Nein, das war nicht gegen den Koran. Enrola, wieso wird das nicht so? Er folgt doch die Salaf al-Saleh oder nicht? Also das, was Aisha gemacht hat, war nicht falsch. Er war doch okay. Lass sie doch in Ruhe. Lass sie doch in Ruhe. Soll ich euch sagen, warum sie ständig mit 6-Jährigen, 9-Jährigen heiraten? Soll ich euch sagen? Das haben sie von den Propheten beim Schattenboxen. Haben sie hier, sie machten damals Schattenboxen. Ummati rad laha fajrun farru bin nasr al-mubin. Ja. Da, und das ist Sunna geworden. Du darfst sie als neun, alles von Aisha, alles Aisha. Weil sie gelogen hat und gesagt hat, ja, ich war 9, als der Gesandte mich heiratete. Sie wollte damit sagen, ich war die erste Frau des Propheten gewesen, die Jungfrau war. Ich war Jungfrau. Wegen dieser Lüge, guck mal, was sie gemacht haben. Guck mal, was sie gemacht haben im Nahen Osten. Guck mal, was sie gemacht haben. Das kleine Mädchen. Und dann siehst du so ein Nagal ibn Haram mit so einem Bart. Like, er geht zur Toilette, er wascht nicht mal seinen Arsch. Er will mit einem 9-Jährigen. Das tut weh. Oder? Das tut weh. Diese Sünde will ich gar nicht. Diese Sunna ist Sunna von Shaitan ist es.
Shaitan, ihr habt die Familie des Propheten abgelehnt, habt ihr sie ermordet. Und jetzt seid ihr so. Du hast beleidigt, dann bist du weggegangen. Also ich hab nicht beleidigt, lüg nicht. Achso, das war der andere. Nee, ich lüge nicht so nein, wie Aisha, nein, weil Aisha hat gelogen. Soll ich die Überlieferung zeigen? Mich nicht vor den Leuten. Egal was du sagst. Ich habe alles hier im Kopf, alle Überlieferungen. Lass mich mal kurz ausreden. Ja, lass mich mal kurz keine ausreden. Lüge. Aisha hat gelogen. Soll ich die Überlieferung zeigen? Nein, du hast gelogen. Du bist Atheist, aber du bist ein 12er Schia. Egal, was er sagt, ich habe Überlieferung. Okay, warte mal. Du bist ein Rafi da. Warte mal. Hallo. Sehen mal. Hallo, ja. Wer ist... Wer, hab kein, ich mach dich platt gleich, warte mal. Ja, mach mich platt. Ja. Dein Gesandter ist höher. Arabischen. Dein Gesandter ist höher oder Jesus? Hä? Mohammed ist höher oder Jesus? Im Dien ist Mohammed ist auch höher. Wie kann das sein, dass Mohammed höher ist, wenn er sündigt und Jesus noch nie in seinem Leben Sünden begangen hat? Kennst du dich mit Jesus auch aus? Nee, ich kenne mich mit euren Büchern aus. Aber mit Jesus kennst du dich nicht aus. Mashallah alik. Aber deine Glaube sagt es. Gemäß deine Glaube, du musst Jesus folgen. Boom. Und blamiert, boom. Du wolltest über Jesus reden. Na, was blamiert? Gemäß deine Glaube, du musst Jesus folgen. Mal, er hat noch nie Sünden begangen. Wollt aber Mohammed hat Sünden begangen. Aber die 12 Arafeder wollen doch die Christen töten. Nein, lass mal 12er. Dein Gesandter ist nicht höher als Jesus. Du gehörst doch dazu. Dein Gesandter ist nicht höher als Jesus. Das ist doch die Wahrheit. Die 12 Arafeder. Dein Gesandter ist nicht höher als Jesus. Wieso hast du Angst? Wieso wechselst du das Thema? Gehst du woanders? Dein Gesandter ist nicht höher als Jesus. Du musst Jesus folgen. Sucht alle gar 12 Arafeder. Ihr findet genug. Habibi, dein Gesandter ist nicht höher als Jesus. Antworte, was hast du mit 12? Ich bin Atheist. Dein Gesandter ist nicht höher als Jesus. Wie soll ich mit dir reden? Er hat Angst, er weiß genau, er hat Angst. Guck mal, mach Tauber. Ja, ne, was für Tauber? Ich glaube nicht an deinen Allah. Kannst du beweisen, dass Mohammed höher ist als Jesus? Denn Mohammed, kann ich dir mit 2 Versen zeigen, dass er Kafir war. Surat al-Ma'idah, Vers 44, Surat al-Tahrim, Vers 1. Kannst du mir beweisen, dass dein Gesandter ein Muslim war? Nur aus dem Koran. Ich gebe dir nur aus dem Koran, dass dein Gesandter ein Kafir war. Nur aus dem Koran. Unser Prophet irgendwelche Geschlechtsteile geküsst hat. Der ist nicht normal. Ich sage nur aus dem Koran. Ich beweise. Du sagst, du bist alles. Du willst, dass ich dich runterschmeiße, da du nicht reden willst. Du willst, dass ich dich runterschmeiße. Das ist dein Ziel. Du unterbrich mich. Du willst mich unterbrechen, damit ich dich runterschmeiße. Ich schwöre gemäß seiner Glaube, Jesus ist höher als sein Gesandter. Das ist eine Überlieferung, Sahih Bukhari. Ich schwöre, nur mit 2 Koranversen kann ich ihn blamieren und seinen Gelehrten alles drum und dran nur mit meinen Finger so spielen lassen. Denn Sli' al-Sallam war ein Kafir. Wer nicht nach dem waltet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, so sind die Ungläubige. Und im Koran steht, dass er nicht nach dem waltete, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat. Ich frage euch, war er ein Kafir oder ein Muslim? Khalas, der ist ein Kafir, aber der ist schlau. Ich rede über was? Er sagt, 12 Rafida, die 12. Was redest du da? Bist du verrückt? Ich sage, dein Gesandter war Kafir. Jesus ist besser als dein Gesandter. Jesus hat noch nie gesündigt, gemäß deiner Glaube, gemäß deiner Ahadithe, gemäß deiner Überlieferungen, authentische Überlieferungen. Sallallahu alaihi wasallam, er hat nicht nur gesündigt, er wollte sogar Selbstmord begehen, Sahih Bukhari. Er wollte Selbstmord begehen. Er war nicht normal. Er hat keinen Nachfolger ernannt. Ich habe eine kurze Frage, wenn du sagst, okay, nein, keine Frage. Ich stelle zuerst eine Frage, dann kannst du deine Frage stellen. Ich stelle aber zuerst die Frage. Nicht beantworten können. Wenn du die Frage stellst, dann gehst du weg. Bist du Sunnite? Ich bin Muslim. Wer ist Nachfolger des Propheten? Wer ist der? Ich war nicht dabei, kann ich dir nicht beantworten. Also du warst auch, also der Gesandte existiert auch nicht. Wir waren nicht dabei. Wir waren beide nicht dabei. Darf ich dir was erklären? Nein, nicht. Wer ist Nachfolger des Propheten? Guck mal, ich bin hier, um zu lernen. Khalas, stopp. Du möchtest, dann geh mal woanders lernen. Nee. Der Sunnite ist schlau. Soll ich euch sagen? Der kommt, schick mal Anfrage, er will nur das sagen, was er will, dann geht er weg.
Aber wenn er bleibt, er hat Angst, blamiert zu werden. Er bleibt nicht, der ist schlau. Der ist schlau. So wie diese Baltaji Hamdi. Sie sind schlau. Er lässt dich gar nicht ausreden. Er beleidigt dich. Und da sind diese IS-Leute. Das, was in Paris passiert ist, machen sie auch. Ich schwöre, wenn sie eine... Guck mal, denk. Sie sagen was? Sie sagen, Jesus, wie kann das sein, dass Jesus, er war auf die Erde, dann ist er nach oben geflogen. Wie kann das sein? Sag mal, wie kann das sein, dass dein Allah jeden Freitag aus dem Himmel herunterkommt? Wie kann das sein? Das ist eine Überlieferung bei denen. Sie haben euch nur angelogen. Nur das. Sie kommen mit, sie spielen mit euren Emotionen. Yani zum Beispiel, eine Dame, egal welche Herkunft, egal welche Nationalität sie hat, sie ist allein, sie hat die Schnauze voll von der Gesellschaft, Arbeit, was auch immer. Sie kommen und sie reden, sie sagen euch das, was euch gefällt. Sie sagen das, was die anderen gerne hören wollen. Du sollst Vater respektieren, du sollst dies und das respektieren, du sollst dies, alles Lüge. Das ist nicht seine Glaube. Seine Glaube ist, der Gesandte war Pantal, er war Partur. Er wollte Selbstmord begehen, er hat keinen Nachfolger. Er schlug seine Frau, das ist Sunna. Er schlug seine Frau. Er sagte einmal, ja, Aisha, la takuni fahisha. Er zeigte Richtung Aishas Haus und sagte, von hier kommen die Teufelshörner. Ein Moment, ich will euch mal. Ich will diese. Ich will mal ganz kurz zeigen, nicht, dass ihr denkt. Guckt euch das an. Jesus ist höher als Slave Louis Sillim. Guckt ihr das an, Abdullah, Sahih Bukhari? Erklär mir, für Isa a.s. walam yadhkuru dhanban. Isa a.s. ist sündenfrei, dein Gesandter aber nicht. Erklär mir mal bitte, wie kann das sein, wenn Jesus sündenfrei ist? Nicht besser wäre als jemand, der Sünden begeht und sogar gemäß dem Koran kann ich dir beweisen, er war ein Kafir, weil er nicht nach dem waltete, was dein Allah als Offenbarung herabgesandt hat. Bitteschön. وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا. Hast du Netz? Hast du Internet? Der ist dieser Albaner und der ist der andere. Sie haben euch angelogen. Das sind Lügner. Das sind richtige Lügner. Nur lügen sie euch an. Sie sind richtige Koran. Ist nicht vollständig, wurde verfälscht. Nach dem Tod des Propheten haben Abu Bakr und Omar, Aisha, sie haben das Buch Gottes verfälscht. Sie haben Nachfolge des Propheten abgelehnt. Die Tochter des Propheten wurde ermordet. Soll ich euch etwas sagen? Frag mal einen Sunnite, wo wurde die Tochter des Propheten begraben? Er weiß es nicht. Die Tochter des Propheten hat nicht mal ein Grab. Der Gesandte hatte eine Tochter. Sie hat nicht mal ein Grab. Alles Lügner, alles Dreck. Ich sage euch, sie kommen zu euch, sie sagen, ja, der Gesandte, weil Dingse, alles Lüge. Sie lügen euch nur an. Wenn sie debattieren wollen, dann bringen sie mal hier.
Aber sie sind schlau, sie lassen dich gar nicht ausreden. Bist du Sunnite? Ja, ich bin Sunnite. Ihr sagt doch den. Stopp, ihr sagt doch, ich mir ist scheißegal. Du willst nur etwas sagen und weglaufen. Nein, stopp, einen Moment. Ja, kannst du mir beweisen, dass. Einen Moment, Habibi. Kannst du mir beweisen, ich dass Jesus. Ich bin nicht deine, Habibi. Ja, okay, Jan, du weißt doch, was ich meine. Kannst du mir beweisen, dass Jesus nicht höher ist als Mohammed? Mohammed ist Khatam al-Anbiya. Was hat das damit zu tun? Aber er hat gesündigt. Surat al-Ma'idah, Vers 44, Surat al-Tahrim, Vers 1. Der war ein Kafir. Was für eine Sünde? Wer denn? Isa al-Salam oder Mohammed? Nein. Isa al-Salam hier, gemäß deinem Glauben, Sahih Bukhari, walam yadhkur lahu dhanban. Für Isa al-Salam wird am Tag der Auferstehung, es wird gesagt, er ist sündenfrei. Er hat keine Sünden, aber seine Sünden stehen sogar im Koran. Wer nicht nach dem waltet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, so sind die Ungläubige. Haben wir abgemacht? Was nochmal? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Wer nicht nach dem waltet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, so sind die Ungläubige, okay? Okay. Koranvers, Surat al-Ma'idah, Vers 44. Eine Frage an dich. Wieso hat dein Gesandter nicht diejenigen gepeitscht, die gesagt haben, dass Aisha Unzucht betrieben hat? Entweder hatten sie recht oder war dein Gesandter Ungläubige? Nein, der hatte doch keine gehabt. Sie hatte doch keine gehabt. Keine Unzucht gehabt. Ja, alles gut. Das sage ich auch. Wieso hat er sie nicht gepeitscht? Wer nicht nach dem waltet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, so sind die Ungläubige. Ja, wieso hat er nicht? Das ist doch sogar im Koran gekommen, dass die... Im Koran steht nicht Aisha's Name. Doch. Diese Versen wurden wegen Maria al-Ghibtiyya offenbart und nicht wegen Aisha. Ganze Frauen waren Alles gut, diese Versen wurden wegen Aisha offenbart, richtig? Ja. Abgemacht. Wieso hat dein Gesandter sie nicht gepeitscht? Was Wer nicht gepeitscht? Nach dem waltet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, so sind die Ungläubige. Das heißt, entweder hatten sie recht oder war dein Gesandter ein Ungläubige. Ich verstehe die Meinung von gepeitscht. Was bedeutet genau gepeitscht? Kannst du wieder mir ein bisschen... Schallach. Schallach. Okay. Aber sie hat doch gar nichts gemacht. Deswegen sage ich ja, sie hat doch gar nicht gesagt. Diejenigen, die gesagt haben, dass Aisha Unzucht betrieben haben, hatten sie vier Zeugen? Habibi, ist egal jetzt wer. Diejenigen, zum Beispiel Ali ibn Abi Talib gehörte auch dazu. Hatte er vier Zeugen gehabt? Nein, gemäß Koran, wenn er nicht vier Zeugen hat, der muss gepeitscht werden. Wieso hat der Gesandte Ali ibn Abi Talib nicht gepeitscht? Wenn sie falsch lagen. Erklär mir das. Wallahi, ich habe deine Frage nicht so ganz genau verstanden. Leute, guck mal, ich erkläre euch. Wenn du auch richtig sagst, dann kann ich besser verstehen. Aisha? Habibi, Aisha hat nicht Zina begangen. Alles gut, alles gut. Diese Versen wurden auch wegen Aisha offenbart, nicht wegen Maria al-Ghibtiyya. Alles gut. Ja. Aber dein wenn Aisha unschuldig war, wieso hat dein Gesandter diejenigen, die Aisha beschuldigt haben, nicht gepeitscht? Weil Allah sagt... Wer hat Aisha beschuldigt? Ali ibn Abi Talib. Wo steht das im Koran? Das steht hier bei euch. Authentischste Buch nach dem Koran für euch, Sunnah, Sahih Bukhari, steht bei euch. Ali ibn Abi Talib hatte Zweifel gehabt, dass... Nein, es gab keinen Zweifel, ich zeige die Überlieferung. Okay. Ja, wieso wurde er nicht gepeitscht? Warum? Na, zeig mir erst einmal. Ah, okay, kein Problem. Du hast recht, natürlich, zeig dir einen Moment. Guckt euch das an. Wenn sie gar nichts gemacht hat, wieso soll er gepeitscht werden? Deswegen frage ich ja, wenn sie nichts gemacht hat. Das ist Sahih Bukhari, Überlieferungsnummer 4142. Guck mal genau das an. Guck mal. Anna Aisha ghalat lahuma kana Ali. Lies mal von Anfang an. Abdullah ibn Muhammad. Das ist die Überlieferungskette an Filan. Aballagak anna Ali kana fi man ghadha Aisha.
فقلت لا ولكن قد أخبرني رجلا من قومك أبو سلمة بن عبد الله الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة قالت عائشة زاكتة لهما تسودين زاكتة وزاكتة زي كان عليا مسلما في شأنها يعني 100% يعني 100% علي بن أبي طالب هات جيجلوبتس علي بن أبي طالب هات جيجلوبتس عائشة زينب قنقات Wo steht das hier? Wagana Musallaman, Bella Shek, zweifellos. Hier, ein Moment, ein Moment, ein Moment. Das ist das Problem bei euch. Bitte, warte mal. Wagana Musallaman, Bella Shek, zweifellos. Ja. Wo steht mit Sinna? Okay. Erklär mir das. Das ist noch ein Klick-Klick-Bang. دخل رسول الله علينا فلم ثم حبيبي das ist das Problem du musst flüchten du musst flüchten warte bitte warte 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 dein Gesandter hat auch geglaubt dass Aisha Zina begangen hat guck mal فلم ثم علينا فسلم علينا ثم جلس فقال ولم يجلس عندي er saß nicht gegen neben Aisha und Aisha schwörte zeig mir den Zina Wort wo steht das Zina Zina Wort das ist was Hadith al-Ifk ist das Hadith al-Ifk bist du da hier woanders Hadith al-Ifk das ist alles Überlieferung Erklärung und ich habe hier ja dein Gesandter ein Moment wieso zeigst du Habibi bring du kommst nicht weiter wieso zeigst du Ein Moment. Dein Gesandter saß nicht neben Aisha. Das heißt, er glaubt. Ein Moment. Na, warum? Okay, warum? Ich schwöre, ich kann ihn zeigen, aber ich zeige nur, weil du so ein Spielchen gemacht hast. Guck mal, was ich mit dir mache. Warte. Dein Gesandter saß nicht neben Aisha, weil er geglaubt hat, das, was die anderen gesagt haben. Jetzt stelle ich dir die Frage. An was hat dein Gesandter geglaubt? Kommen wir auf den Punkt. Zeig mir. An was hat dein Gesandter geglaubt? Zeig mir, wo steht Sina? Okay, ich zeige dir. Jetzt bringe ich dir woanders. Warte. Warte. Ich mach dich platt heute, Wallah. Ja, mach. Ich mach dich platt. Ja. Zeig mir, wo steht Sina. Du lügst einfach. Ali ibn Abi Talib glaubte, dass Aisha Zina begangen hat und dein Gesandte, Wallah ibn Haram, ich schwöre, du bist ein ibn Haram, du weißt, so bist du geworden, so sei dir in mein Leib, wenn ihr in mein Leib kommt. Der ist schlau, der muss mich nicht ausreden lassen. Der Gesandte, nachdem er gehört hat, dass die Leute sagen, dass Aisha Zina begangen hat und sie haben recht, sie hat Zina begangen, der Gesandte saß nicht mal neben Aisha, weil er geglaubt hat, dass Aisha Zina begangen hat. Aisha wurde gefragt, hat Ali ibn Abi Talib auch geglaubt, dass sie Zina begangen hat? Aisha sagte, ja, Bella Shek, zweifellos, eine Frage an euch. Wieso, wenn Aisha nicht Zina begangen hat, wieso wurde Ali ibn Abi Talib nicht gepeitscht? Hatte Ali ibn Abi Talib 4 Zeugen gehabt? Nein. Wieso wurde Ali ibn Abi Talib nicht gepeitscht? Weil ihr seid Lügner. Die Rafiwa sagen, Aisha hat Zina begangen. Na, bring mal den Gesandter hier, der soll mit mir debattieren. Ihr habt nichts. Was steht, es wird Zina. Komm, ich zeig dir. Jetzt will ich dir etwas zeigen, dass du danach nie wieder redest. Komm mal bitte, schick mal Anfrage, komm. Ich habe euch heute richtig gut blamiert. So, geht ihr nicht mehr zu den Christen. Nee, Koran, ich verstehe nicht. Die Bibel bei euch. Ja, der Bibel ist auf deinem Kopf. Komm, bring mal, komm. Wo bist du weggelaufen? Guck mal, Leute. Wusstet ihr, dass Abu Bakr, der Vater von Aisha, auch glaubte, dass Aisha Zina begangen hat? Nein? Guck mal, du bist ja geflüchtet. Jetzt guck mal. Das ist Tarikh Madinat al-Munawwara. Das Buch werde ich bald bekommen. Guck mal. Fadakhala Abu Bakr ala Nabi. Abu Bakr ging zu dem Propheten. Ya Rasulallah, o Gesandter Gottes. Ma tantadhur bihadhihi alladhi khanatak wa fadhahatni. Asnadahu sahih. Nicht, dass du sagst, aber nicht authentisch, ja, kenne ich nicht und so weiter. Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr und der Gesandte. Sie
zweifellos, sie sagen, dass Aisha Sinna begangen hat. Nicht mal der Gesandte saß neben Aisha. Und Aisha, ich schwöre bei Allah, ich habe nicht Sinna begangen. Diese Koranversen, die offenbart worden sind, Leute, diese Versen wurden nicht wegen Aisha offenbart. Aisha ist diejenige, die sagt, ja, und dann wurden diese Versen wegen mir offenbart. Nein, das ist die größte Lüge. Die Sunniten erzählen euch das nicht. Diese Versen wurden wegen Maria, die andere Frau des Propheten, offenbart. Aisha war neidisch auf Maria. Maria war hübsch, richtig, ziemlich hübsch. Und Aisha war richtig neidisch. Sie hat sie beschuldigt und dann wurde dieser Vers offenbart. Wegen Maria, gegen Aisha. Aber diese Lügen sagen, ja, Allah, Barra, Aisha, Allah sagt im Koran, sie hat nicht Sinna begangen. Aber diese Rafa, sie sagen, Jones, hört auf mit diesem Dreck. Es ist vorbei mit euch. Koran ist vollständig, aber die Rafa sagen, Koran wäre nicht vollständig. Der Sunnite war hier live. Ich sah, wer sagt, dass Koran nicht vollständig ist, der ist ein Kafir, richtig? Er sagt ja. Dann habe ich ihn richtig klick-klick-bang gegeben. Omar und Aisha sind Kuffar, weil sie sagen auch das. Und natürlich die Gefährten des Propheten. Weil sie sagen, dass Koran nicht vollständig ist. Wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin? Dieses Spielchen macht ihr mit diesen anderen Schiiten, diese Muhannefin. Dieses Spielchen macht ihr mit den anderen. Aber ich kenne eure Bücher alles auswendig, alles. Auf Arabisch und alles. Spiel nicht. Mit diesem Spielchen. Wo steht das Wörtchen? Abu Bakr sagte, was erwartest du von dieser Frau, die dich verraten hat? Und sie hat mich blamiert. Nachdem die Leute gesagt haben, dass Aisha Sinna begangen hat, kam Abu Bakr meinem Propheten. Und der Gesandte saß nicht mehr neben Aisha, Hadith al-Ifk. Und da steht Reluaral, so wie die Leute gesagt haben und beschuldigt haben. Was haben sie beschuldigt? Ihr seid doch ständig, seit 1400 Jahren sagt ihr, die Rafata sagen Sinna. Aber Hadith al-Ifk steht nicht mit Sinna. Ja, steht nicht, dass sie Sinna begangen hat. Wenn ich Hadith al-Ifk zeige, dann sagt er, wo steht denn Sinna? Khalas. Bist du Sunnite? Bruder, du musst sofort zurück. Bist du Sunnite? Wird Shia, Bruder, wird Shia, ja, Salami. Bist du, wird Shia. Wir haben Shia Muhannathin, sie nennen euch Geschwister, ich weiß nicht. Wir haben Shia, abtrünnige Schiiten. So wie diese abtrünnige Sunniten. Wir haben Baltagisten. Diese Lügen, ständig Lüge. Wusstet ihr, nirgendwo hat der Gesandte gesagt, Abu Bakr wäre der Khalif? Aber ich kann euch zeigen, aus den sunnitischen Quellen kann ich dir zeigen, dass der Gesandte 100 Millionen Mal gesagt hat, Ali, du bist mein Khalif, Ali, du bist mein Wali, Ali, du bist mein Nachfolger im Diesseits, auch im Jenseits. Wusstet ihr das? Und Ali ibn Abi Talib, als er noch klein war, ein kleines Kind war, er sagte, du bist mein Nachfolger im Diesseits, auch im Jenseits. Ich sage das nicht, die Sunniten sagen das. Sie folgen trotzdem Abu Bakr. Die sagen, ja, nach dem Tod des Propheten, es gab nur ein bisschen Fitna. Sie waren alle gut miteinander. Und Ali ibn Abi Talib beleidigte Abu Bakr und Umar. Er beleidigte sie. Gute Nacht. Bist du Sunnite? Alhamdulillah, Muslim bin ich. Ja, wer ist Nachfolger des Propheten? Nachfolger des Propheten sind Abu Bakr, Umar und dann Ali. Khalas. Ein Moment. Bring mir einen Beweis, wo der Gesandte gesagt hat, Abu Bakr ist der Nachfolger. Bitteschön. Bring mir einen Beweis, dass er gesagt hat, Ali ist der Nachfolger. Ich gebe dir tausende Beweise. Guckt euch das an. Aber dann musst du mir auch gleichzeitig beweisen, dass Abu Bakr nicht der Nachfolger ist, ne? Ja, kein Problem. Warte mal. Einen Moment. Und darf ich fragen, was... Nein, stopp, aber hier, das ist das Problem. Ich bin bei der Suche, er stellt die Frage. Er wechselt den. Nein, Frage nicht, warte mal. Ich muss dir beweisen, Ali ibn Abi Talib ist Nachfolger des Propheten, richtig? Ja, zeig doch. Warte mal. Warum wirst du so laut, ganz ruhig? Nee, ihr spielt richtig seit, ich weiß nicht, wie lange spielt ihr mit dieser Religion und ihr zeigt euch so, nee. Aber wer sind wir, ist die Frage. Sunniten, diejenigen, die... Jetzt geht das Thema woanders. Warte mal.
Soll ich dir zeigen, wo der Gesandte gesagt hat, du bist mein Nachfolger im Diesseits, auch im Jenseits, das, was ich gesagt habe? Guckt euch das an. Zeig mal, ja, komm. Das ist Mosaik al-Sayhain, Band 3. Ein Moment, bitte, lass mich mal bitte kurz ausreden, dann bist du dran, okay? Mosaik al-Sayhain, Band 3, guck mal. Seite 143. Rala al-Nabi li Ali, er sagte zu Ali ibn Abi Talib, Enta wali fi dunya wal-akhira, du bist mein Nachfolger im Diesseits, auch im Jenseits. Überlieferungsnummer 4652, Überlieferungsnummer 4652, sahih, authentische Überlieferung. Nächste Seite. Soll ich dir bringen, wo der Gesandte gesagt hat, du bist mein Khalif? Du hast die gleiche Stellung bei mir wie Harun bei Musa und du bist mein Khalif. Rala ibn Abbas, Enta walif kulli mu'min ba'di wa mu'mina. Du bist der Nachfolger, der Khalif für jede Gläubige und Gläubige. Min kuntu mula fahada Ali um mula. Wissen her, ich bin dessen Herr ist Ali. Hada hadith um sahih al-asnad wa lam yukharraja. Authentische Überlieferung. Yani, geh nicht nach Sanad. Authentische Überlieferung. Du hast gesagt, beweis mir, dass Abu Bakr nicht der Khalif war, richtig? Ja. Guck mal. Abu Bakr selber wusste nicht, dass er der Khalif ist, denn selber sagte er in Sarifat bin Sa'ad, als Ali und Zubayr gegen sie waren und sie nicht die Bay'a gegeben haben, Abu Bakr sagte, wählt entweder Omar oder Abu Ubaidah. Nochmal bitte. Es gibt bei euch Sunniten, welche die sagen, dass Abu Bakr der Nachfolger des Propheten ist und irgendwie hat der Gesandte ihn als Nachfolger gewählt. Wenn er Nachfolger des Propheten ist, er muss das wissen, richtig? Das stimmt. Er muss das wissen. In Zarifat bin Sa'ida, Abu Bakr sagte, wählt entweder Omar oder Abu Ubaidah und noch was anderes. Omar sagte auch, dass der Gesandte keinen Nachfolger ernannt hat. Das ist der Beweis. Ich zeige dir alles, was ich sage, ist alles authentische Überlieferungen. Ich zeige dir alles, was du willst. Nö, alles gut, dankeschön. Ich sag nichts. Ja, und zu der anderen Frage mit Gruppierung. Hatte ich doch gefragt. 73 Gruppen? Nee, das meine ich nicht. Du redest ja von ihr. Ihr seid ja so und so, ihr seid ja so und so. Sind wir nicht alle gleich eigentlich, laut Islam? Gibt es da auch einen Nein. Wir haben, guck mal, wir haben diejenigen, die Enkel des Propheten ermordet haben, waren die Schiiten. Die Schiiten haben verraten, die Sunniten haben ermordet. Wir Rafida, wir waren mit dem Enkel des Propheten, wir wurden getötet. Wir Rafida, wir sind gegen Schiiten und gegen Schiiten, die Sunniten als Geschwister bezeichnen. Wir haben gar keine. Die Tochter des Propheten sagte, Faratilu a'immatil kufr. Yani Abu Bakr und Umar sind Ungläubige. Yani Aisha ist Kafira. Yani die Sahaba sind Mala'in. Und sie mussten auch, yani, jetzt bekämpfen wir nicht, sondern mit Wissen. Mit Wissen, Bücher, Überlieferungen, mit respektvoller Art und Weise. Und bin ich jetzt in deinen Augen? Was bin ich jetzt in deinen Augen? Du bist ein Sunnite, aber du hast eine andere Religion. Also wir dürfen euch nicht angreifen, wir dürfen überhaupt nichts machen. Und bring aber mir einen Beweis, dass ein... Du urteilst doch gerade gegenüber, dass ich in einer anderen Religion bin, bin ich doch nicht. Du darfst doch nicht urteilen, laut Koran al-Karim darf ja der Mensch nicht urteilen, weil er hat nicht die Macht. Welche Mensch? Warte mal. Deswegen, weil ihr den Koran so, wie ihr wollt, interpretiert, greift ihr die Menschen an. Bring mir bitte einen Beweis, wo ein Rafidi sich einmal in die Luft gesprungen hat oder mit dem Messer die Menschen angegriffen hat. Sowas habt ihr. Das kommt alles von Abu Bakr und Aisha. Du gruppierst ja schon wieder wir. Wie geht das denn? Von ihr, wir gehören nicht zu euch. Kommen wir nicht alle von hier? Ich beweise dir das. Ein Bedri damals kam zu Ali ibn Abi Talib, als bevor Ali ibn Abi Talib gegen Aisha kämpfte. Er sagte genau das Gleiche. Er sagte, Ali, wir beten in die gleiche Richtung. Wir haben einen Koran, einen Mushaf, wir sind Geschwister. Die sagen auch, es gibt keinen Gott außer Allah und so weiter. Ali ibn Abi Talib sagte, nein. Nahnu alladhina amanu wa humu alladhina kafaru. Wir sind die Gläubigen und sie sind die Kuffar. Ali ibn Abi Talib hat Kuffar sind. Ali ibn Abi Talib hat euch bekämpft. Er hat gegen Aisha gekämpft. Ali ibn Abi Talib, als er an der Macht war, hatte nach dem Tod des Propheten, sagte der Nachfolger des Propheten, der abgelehnt wurde. Hast du mir das beweisen? Hast du da einen Beweis? Einen Moment. Das sagte sogar Ibn Taymiyyah. Ich zeige dir einen Moment.
Ali ibn Abi Talib sagte, er sagte, wenn ich 40 hatte ich gegen Abu Bakr gekämpft. 25 Jahren war er zu Hause, Ali ibn Abi Talib. Als Ali ibn Abi Talib an der Macht war, er kämpfte nur gegen sie. Nur gegen Aisha und Muawiyah, alles. Ich zeige dir von Ibn Taymiyyah. Warte mal. Wo ist das? Aber dann stelle ich eine Frage, ja? Natürlich, kein Problem. Guck mal, Leute, das ist Beweis dafür. Und sogenannte diese dreckige islamische Eroberungen, Majbu' al-Fatawa, Ibn Taymiyyah, richtig? Was steht hier? وجميع الحروب التي حضرها علي صلوات الله عليه بعد وفاة رسول الله ثلاثة على diese Kämpfe die er geführt hat waren drei Jamal gegen Aisha Safin Muawiya Harb al-Nahrawan und die Khawarij يعني drei Kämpfe يعني die Sunniten gemäß meiner Glaube ihr seid unsere Feinde und Schiiten die euch als Geschwister bezeichnen das sind Heuchler das sind Munafirin. Nicht aber alle. Vielleicht es gibt ja welche, die kein Wissen haben oder so. Das ist was anderes. Eine Frage. Komm. Der Gesandte hat gesagt, bring mir was zum Schreiben, damit ihr nach mir nicht in die Irre geht. Rasiert al-Khamis. Da hat jemand gesagt, der Gesandte redet Unsinn. Wir haben das Buch Gottes. Eine Frage an dich. Was wollte der Gesandte sagen? Steht im Koran, weil du hast ja vorhin Koran erwähnt, was der Gesandte sagt, ist ja Ella Wahyun Yuha, ist Offenbarung. Wer hat hier gesagt, der redet Unsinn, wir haben das Buch Gottes? Wenn jemand zu dem Propheten das sagt, ist er ein Muslim oder ist er ein Kafir? Das darf ich ja nicht entscheiden. Wenn er glaubt und die Shahada gemacht hat als Muslim, dann kann er von mir aus auch Schweinefleisch essen von mir. Ich darf nicht urteilen darüber, ob er ein Kafir ist oder ein Muslim ist. Aber das machst du hier gerade in deinem Live, das ist das Problem, glaube ich, bei dir. Ich beweise dir gemäß Koranvers, wer Allah und der Gesandte ungehorsam ist, so ist der landet er in Höllenfeuer bis in die Ewigkeit. Er war gegenüber dem Propheten ungehorsam. Er hat den Propheten beleidigt. Wer den Propheten beleidigt, ist er ein Kafir oder ist er ein Muslim? Ja, theoretisch gesehen darf ich nicht urteilen. Na klar, ich weiß, was du hören willst. Du willst hören, dass ich sage, das darf man nicht, das ist Haram, das ist Kufr und so weiter und so fort. Aber ist Kufr richtig? Ja, theoretisch gesehen ja. Aber ich möchte nicht über jemanden urteilen, weil man weiß nie, was der Mensch innerlich hat oder machen wird. Das heißt, du darfst hier auch nicht eingruppieren. Du bist jetzt für mich auch ein Muslim, obwohl ich Sunnite bin. Habibi, ich bin Kafir zu Mus'haf und Muhammad und Allah, alles drum und dran. Ich bin Kafir. Rafidi, beleidigt Gefährten des Propheten, der sagt, Koran ist nicht vollständig, er ist ein Muslim. Nein, ich bin kein Muslim. Lass mal das bitte beiseite. Er war ungehorsam. Yani, wer sowas sagt, okay, du musst nicht verurteilen. Aber das steht doch im Koran. Allah sagt in das Buch Gottes, er sagt, wer gegenüber Allah und seinen Gesandten ungehorsam ist, so wird er in Höllenfeuer landen. Das heißt, derjenige, der gesagt hat, dass der Gesandte Unsinn redet, der ist in Höllenfeuer. Ja. Okay. Der hat keine Taube gemacht. Das heißt gerade, du hast zugegeben, Omar ist in Höllenfeuer, so wie die Rafida das sagen. Theoretisch gesehen, ja, aber wie gesagt, man darf nicht urteilen. Ich urteile nicht. Wir haben Koranvers. Omar ist in Höllenfeuer, zweiter Khalif der Muslime. Als der Gesandte. Wer sind die ersten Leute, die nach dem Propheten in Jannah kommen? Kannst du mir das auch mal sagen? Die im Jannah kommen, als der Gesandte seine Tochter traf, er sagte zu ihr, zu Fatima, er sagte, oh Fatima, du bist die Erste, die mich im Paradies trifft. Und wer hat, nachdem Omar die Tochter des Propheten in den Bauch geschlagen hat, die Tochter des Propheten ist gestorben oder nicht? Nach dem Tod des Propheten, zuerst ist die Tochter des Propheten gestorben. Das heißt, die Tochter des Propheten ist im Paradies, so wie der Gesandte sagte. Und Ali ibn Abi Talib, da muss ich gar nicht sagen.
im Yom al-Qiyamah, am Tag der Auferstehung, der Gesandte ist mit seiner Familie. Und es gibt authentische Überlieferungen bei euch in Sahih Muslim. Die Engel bringen die Sahaba in Höhlenfeuer. Der Gesandte wird die Engel fragen. Warum? Kannst das sind doch meine Gefährten. Ja, aber einen Moment. Weil so vieles erzählen, kann ich auch theoretisch gesehen. Beweisen auch, aber das wird nichts bringen, weil viele sind schon falsch eingestellt. Ein Moment. Er redet mit Quellen und du ohne. Ja, danke, alles klar. Ich will dir auch nicht blöd kommen. Ich will nur ein paar Fragen stellen, weil ich check, alles gut. Das klappt immer nicht. Ich weiß nicht, warum das aktuelle Problem ist zwischen Sunniten und Schiiten. Weil ich glaube, das ist auch der Grund, warum es den Moslems heutzutage so schlecht geht, weil wir uns selbst bekämpfen. Du gruppierst mich ein, ich gruppiere dich ein. Guck mal, das ist Mustadrak al-Sahihain Band 3. Welche Seite ist das? 147. Al-Nabi dakhal ala Fatima, kam der Gesandte rein im Fatimas Haus. Faral, er sagte, Ani wa iyak, ich und du, wa hadha na'im, yani Aliyan. Ich, du und der gerade schläft, yani Ali ibn Abi Talib, wa huma und die anderen, yani Hassan und Hussein, seine Familie, la fi makan wahid yawm al-ghiyama, wir sind am Tag der Auferstehung zusammen. Hadha hadithun sahih al-Isnad wa lam yukharija, 4664, authentische Überlieferung. Und ihr folgt Abu Bakr, derjenige, der befohlen hat, das Haus von Fatima anzuzünden. Ihr folgt Omar, derjenige, der die Tochter des Propheten geschlagen hat. Und ihr folgt die Sahaba, diejenigen, die das Buch Gottes verfälscht haben. Und das, zum Beispiel, was die Zeit hier anbelangt. Wer hat die Zeit hier verbietet? Omar erzählte ja selber, zur Zeit des Propheten war das erlaubt, in der Zeit von Abu Bakr war es auch erlaubt, aber ich sage ab heute keine Zeit hier mehr. Und die Sunniten machen sich über die Schiiten lustig. Ja, Zeit hier. Bitte? Dass das alles verfälscht wurde. Woher weißt du, dass das alles falsch ist? Ja, wenn man sich mit die Geschichte beschäftigt und Überlieferungen liest und so, aber da musst du nicht mit diese Batri-Schiiten hängen, sondern richtige Rafida, Sababin oder Anin, weißt du, dann kriegst du diese Informationen. Keine kann es widerlegen. Weiß ich nicht. Aber es gibt keine, wir respektieren zwar die Sunniten, ne? Wenn ein Sunnite mich respektiert, wieso? Ich respektiere sie und so. Aber, und wir sind überhaupt nicht gewalttätig wie die Sunniten. Aber zum Dings hier. Sagst du, die Sunniten sind gewalttätig? Du kannst doch die Gewalt nicht auf eine Gruppe. Also, das ist ja die Person, die Gewalt ausübt. Sehr schön, sehr schön. Ich zeige dir gemäß deiner Glaube, die Tochter des Propheten ist Ungläubige und du musst die Schiiten bekämpfen und die anderen auch noch. Warte mal. Nochmal. Ich habe es nicht verstanden. Ich beweise dir gemäß die sunnitische Glaube, dass die Sunniten die Schiiten bekämpfen müssen und die Tochter des Propheten eine ungläubige Frau und als Ungläubige gestorben ist. Wo steht das? Wer sagt das? Okay, ich zeige dir. Warte mal. Ja, zeig mal und sag mal, wer das sagt. Warte mal. Weil das versuchen die Sunniten immer zu... nicht zu erzählen. Selbst Sunnite, aber hab sowas noch nie im Leben gehört. Warte mal. Wir sollen doch die Familie vom Propheten lieben, aber jetzt sollen wir das seine Tochter haben, oder was? Das ist Lüge. Am Tag al-Isma' Inna min ankara khilafat Abu Bakr fahuwa kafir wa ghal as-sahih wa inna huwa kafir. Ja, wer sagt das denn? Was richtig ist, wer die Khilafa von Abu Bakr ablehnt, der ist ein Kafir. Es gibt eine authentische Überlieferung, Sahih Muslim und Sahih Bukhari von Aisha. Aisha erzählte, فغضبت Fatima hatta matet, فلم تكلم Abu Bakr. Yani die Tochter des Propheten, sie ist zornig gestorben auf Abu Bakr und sie sprach nicht mal mit Abu Bakr. Ali ibn Abi Talib
hat die Tochter des Propheten nachts begraben und Abu Bakr wusste nicht, und natürlich die Sahaben, sie wussten nicht, wo die Tochter des Propheten begraben wurde, und bis heute wissen die Leute nicht, und das Volk von Muhammad, den Nabi, wissen nicht, wo die Tochter des Propheten begraben wurde. Also, die Tochter des Propheten hat die Khilafa von Abu Bakr abgelehnt oder nicht? Ja, die ist Kafir. Aber die Sunniten lügen und sie kommen vor den Schiiten und sagen, ja, wir lieben auch die Tochter des Propheten. Die ist Kafir. Und noch was anderes. Die Schiiten und die Rafada, sie haben die Khilafa von Abu Bakr abgelehnt. Ich habe dir vorhin gezeigt, woman Ankara Khilafat Abu Bakr fahuwa Kafir. Und wer die Khilafa von Abu Bakr ablehnt, der ist ein Kafir. Das vergleichst du mit einem Koranvers. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, faratilu a'immat al-Kufr, und bekämpft die Ungläubige. Du musst die Ungläubige bekämpfen. Wir sind die Ungläubige. Ich bin doch ein Ungläubiger für dich, du musst mich doch gerade bekämpfen. Nein, echt nicht. Der Imam bei uns, wir haben eine Regel. Wir haben keinen Imam. Das hat gerade gar keinen Sinn gemacht, muss ich ehrlich sein. Warte mal. Guck mal. Nein, das erkläre ich dir. Zum Beispiel, wir haben staatliche Regeln und wir haben göttliche Regeln. Was die staatliche Regeln anbelangt, sind die Polizisten, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Sache beschädige oder Sachbeschädigung oder so, dann kommt die Polizei, ich muss dafür bestraft werden, Gefängnis, was auch immer. Was göttliche Bestrafung anbelangt, zum Beispiel Steinigung oder was auch immer, Peitschen und so weiter, diese Kleinigkeiten nicht, meine ich so, oder Hände abhacken oder das, was die Sunniten machen, das dürfen wir nicht, weil... Wir haben eine Überlieferung, es gab welche, die zu Ali ibn Abi Talib gekommen sind. Sie haben gesagt, dass irgendeine Frau Zina begangen hat und sie muss gesteinigt werden. Ali ibn Abi Talib sagte, ist okay, wer von euch noch nie Unzucht mit yani Zina begangen hat, er soll mit mir dieser Frau steinigen. Sie sind alle weggegangen. Wir haben auch richtig viele Überlieferungen darüber, wir dürfen niemanden angreifen, wir dürfen nie steinigen, wir dürfen nie göttliche Regeln umsetzen, wir dürfen nie sowas machen, wir dürfen nie, wenn jemand geklaut hat, die Hände abhaken, weil wir sind schlimmer als diejenigen, die Unzucht begehen. Wir sind auch diejenigen, die wahrscheinlich geklaut haben oder so. Das heißt, jemand muss das machen. Das sind Allahs Regeln. Wer darf Allahs Regeln umsetzen? Khalifatullah, derjenige, der mit Allah, Mikael, Gabriel in Verbindung ist, weil er noch nie Sünden begangen hat, weil er noch nie Unzucht begangen hat, weil er noch nie geklaut hat. Er wahrscheinlich aber, das ist sehr wichtig, er wird auch wahrscheinlich sagen, diese Frau sollte nicht gesteinigt werden. Frag mal, warum? Warum? Weil es kann sein, dass diese Frau danach 1 Milliarde Anhänger hat, so wie Heiche. Ja, die Story kenne ich jetzt nicht, aber... Die steht immer ganz oft, glaubt er an Koran und Sunna. Kannst du das... Koran und Sunna? Mhm. Diese Überlieferung ist da'if, die richtige Überlieferung. Die richtige Überlieferung heißt Koran und die Familie des Propheten. Koran ist Sunna, ist stupid. Stupid. Guck mal, das ist nämlich diese Überlieferung, worüber, was die Sunniten ständig sagen, Koran und Sunna. Das Buch... I'tirad al-Sunnah und Jama'a. Was sagt der Gesandte? Kitab Allah, was sendet ihr richtig? Guck dir das an. Asnahdahu da'if, nicht authentische Überlieferung. Es gibt eine authentische Überlieferung, wo der Gesandte sagte, Enni tarak fikum utha, ich hinterlasse euch den zwei gewichtigen Koran und meine Familie. Was, wer eine von den zwei gewichtigen... Ich kenne da was anderes. Was? Ich kenne das mit, ich überlasse euch den Koran, meine Sunna und so weiter. Das ist ja daif. Das ist ja aber nicht authentisch. Und warum ist dein Schiff daif? Weil das ist im Sahih Muslim und die Gelehrten der Sunniten, sie haben auch Sahih Muslim. Und Bukhari? Sahih Bukhari vielleicht auch, aber in Sahih Muslim steht das. Das andere steht im Bukhari, oder nicht? Ich habe das Gefühl, egal, also ich glaub, die Verse von da. Ja, eine Frage, wie willst du denn bitte beten? Weil der Ablauf des Gebetes steht ja nicht im Koran drin. Genau, steht das deswegen haben wir ja die Sunna. Genau, deswegen haben wir ja die Ahadithe. Ja. Hab ich ja gesagt. Wenn du die Familie des Propheten folgst, du folgst ja automatisch die Sunna. Ja, ist ja auch richtig so. Genau, ich muss dir einmal etwas sagen, was jetzt das Gebet verrichten und alles drum und dran anbelangt. Anas bin Malik war in Damaschk, in heutige Syrien.
Er weinte. Jemand hat Anas gefragt, Anas, was ist da los? Er sagte, alles ist nach dem Tod des Propheten verloren gegangen, sogar das Gebiet. Danach, das Gebet oder das Gebiet? Das Gebiet. Okay. Wie man das Gebiet verrichtet und so. Sie haben einmal gesehen, wie Nachfolge des Propheten, der abgelehnt wurde nach dem Tod des Propheten, beziehungsweise Ali ibn Abi Talib, das Gebiet verrichtet hat. Sie haben gesagt, Anna Ali dhakarna bi salatin Nabi. Ah, der Gesandte hat so das Gebiet verrichtet. Das Gebiet ist verloren gegangen, oder? Ja, die Sahab waren so. Sie waren nicht normal. Sie haben nicht geglaubt, dass er wirklich ein Gesandter ist. Sie haben geglaubt, er will nur Saudi-Arabien beherrschen. Diese Dings hier beherrschen. Er kam, wir waren Götzendiener, er kam mit einer neuen Religion. So, und jetzt sagt er dies und damit, dass er mir erobern kann. Sie haben nie geglaubt. Der Gesandte war mit Abu Bakr in die Höhle. Er sagte zu Abu Bakr, und ich kann euch beweisen, aus dem Koran, derjenige, der mit dem Propheten in die Höhle war, er war ein Kafir. Kommen wir dazu. Der Gesandte sagte, er berichtete über die Zukunft. Abu Bakr sagte zu ihm, ja, der schon wieder und so. Gemäß die Rafidah Glaube, der Gesandte weiß genau, was er denkt und was er im Herzen hat. Abu Bakr sagte, der schon wieder, und dann zum Beispiel haben sie Wunder gesehen, was der Gesandte gemacht hat und so. Sie sagten immer, Hada min sihri Bani Hashim. Sie sagten, Bani Hashim oder dieser Mohammed, der kam schon wieder mit dieser Magie und dieser Zauberei. So. Sie haben nie geglaubt, dass er ein Gesandter ist. Sie waren dem Propheten nie gehorsam. Ja, an einigen Punkten bin ich immer noch, ich weiß nicht, warum du, beziehungsweise warum von damals noch, das stimmt einfach nicht. Du in jedem zweiten Satz von dir kommt das Wort Kafir, Munafir, Kuffar vor. Du darfst dich urteilen. Doch. Du schießt dich. Wie doch? Guck mal, das, was die Ämme gesagt haben. Kannst du dich doch über Gott. Kannst du dich über Allah stellen? Nee. Guck mal. Dann darfst du nicht urteilen. Ich habe ja gesagt, wenn ich die Familie des Propheten folge, folge ich doch gleichzeitig die Sunna. Richtig? Okay. Ja. Die Familie des Propheten sagten, sie sind Kuffar. Und der Gesandte sagte, وَمِنْ أَشْرَكَ بِبَيْعَةِ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طَالِبِ فَهُوَ مُشْرِكْ وَمِنْ أَنْكَرَ بَيْعَةَ فَهُوَ كَافِرْ. Wer die Bay'a von Ali ibn Abi Talib ablehnt, der ist ein Mushrik, hier ein Kafir. Und wer sagt zum Beispiel das, was die Sunniten machen, das ist nicht so, dass wir sagen, dass sie Kuffar sind oder Mushrik, dass wir euch bekämpfen. Das sind nur Wörter. Das ist nur, die Tochter des Propheten sagte auch, dass das Volk von Muhammad in Nabi Kuffar sind. Hat sie mit Khutbat al-Falakiyah, da sind die Schiiten, erzählen die Schiiten, die anderen Schiiten das nicht. Sie lügen, sie sagen nur unsere Geschwister. Sowas gibt es nicht. Ich sage nur das, was die Familie des Propheten gesagt haben. Ach, ich sag nur, das hat alles keinen Sinn. Das alles gut. Aber noch was anderes für die Schiiten. Imam Sajjad sagte, Abu Bakr und Umar kafiran wa kafir min ahabbahuma. Abu Bakr und Umar sind Kuffar und Kuffar sind diejenigen, die sie lieben. Sind die Sunniten unsere Geschwister? Also hat er seine besten Freunde als Kuffar bezeichnet und in die Hölle geschmissen, immer, die gerade neben ihm liegen, wo er auch selbst meinte, dass sie im Paradies neben ihm sein werden. Also hat er so gesagt, laut deiner Wortwahl, sich ins eigene Bein geschossen und meint, meine Freunde sind Kuffar. Guck mal, jetzt pass auf. Der Gesandte wurde... Alles so aufs freie Wunder. Warte. Der Gesandte wurde doch begraben, richtig? Der wurde begraben. Hat der Gesandte gesagt, Abu Bakr und Umar müssen neben dem Propheten begraben werden? Nein. Wahrscheinlich nicht. Ja. Das kommt von wem? Der Gesandte, gemäß unserer Überlieferungen... Gemäß unserer Überlieferungen und natürlich auch eure Überlieferungen, Hassan, Enkel des Propheten, müsste neben dem Propheten begraben werden. Weißt du, was Aisha gemacht hat? Sie ritt auf einen Esel und die Gefährten des Propheten sagten, Aisha, eines Tages bist du auf ein Kamel gestiegen, es gab über 20.000 Tote in der Kamelschlacht und jetzt bist du auf einen Esel gestiegen und willst du nicht zulassen, dass Enkel des Propheten neben dem Propheten begraben wird.
Es hat nicht damit zu tun. Das sind oberflächliche... Aber das wollte sie ja nicht. Oder wollte sie das? Sie hat nicht zugelassen. Sie haben mit 70 Pfeilen auf seine Leiche geschossen. Was sie haben nicht zugelassen, dass Hassan a.s. Neben dem Propheten begraben wird. Wer hat das nicht deswegen gesehen? Hast du Abu Bakr und Omar, das sind Überlieferungen. Aisha ist die Katastrophe. Aisha ist Katastrophe, dieser Frau. Ach, du sagst gerade, dass die Frau vom Propheten eine Katastrophe ist. Das würde ich nicht sagen. Eine Frage. Du glaubst doch an Koran. Die Frau des Propheten kann nicht Katastrophe sein. Alles gut. Hast du denn nicht gehört, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Zaraballahu mathan lilladina kafaru. Allah gibt dir Beispiel. Lilladina kafaru. Die Frau von Lut und Nuh. Waren Kuffar oder nicht? Sie waren Kuffar. Wieso hat Nuh mit so einer Frau geheiratet? Warum? Weil Allah ihm befohlen hat. Durch diese Frau kommt Fitne. Kommt Fitne. Wenn keine Prüfung gibt, dann gehen wir doch alle im Paradies. Es gibt doch keine Prüfung mehr. Das sind Prüfungen. Aisha ist Fitne. Sie war Fitne. Fitne, Fitne. Dann kann ich ja auch sagen, dass Shia ist auch Fitne. Wenn du das so sagst, dann mag ich das auch so interpretieren, oder nicht? Widerlege. Was? Widerlege als Sunnite, du sagst Shia ist Fitne. Widerlege. Ich widerlege, dass er damit meinte, Aisha ist Fitne. Guck mal, soll ich dir eins sagen? Soll ich dir ein Buch bringen, wo der Gesandte, der erste Imam bis zum 12. namentlich erwähnt hat bei euch? Bei uns? Du gruppierst schon wieder. Bei euch Sunniten. Wir sind keine Sunniten. Bei euch hat der Gesandte. Also siehst du mich nicht als Moslem an? Das verstehe ich gerade nicht, warum ich kein Moslem für dich bin. Naja, wenn du diejenigen zu diejenigen sagst, möge Allah mit sie zufrieden sein, die Tochter des Propheten geschlagen haben, folgst du Abu Bakr und Omar? Ja. Na, bitteschön. Bitteschön. Und der Imam sagte... Was ist das denn für eine Logik? Ja, der Imam sagte, Kafir min ahabbahuma. Was kann ich denn dafür? Ach, also wenn ich könnte jetzt... Lebst du in Deutschland? Ich lebe in Deutschland, ja. Zahlst du deine Steuern? Ich bin selbstständig. Ja, zahlst du Steuern? Ich muss morgen um 6 Uhr aufstehen. Na gut, wir haben noch. Ich muss morgen um 6 Uhr aufstehen. Ja. Vorbereiten dies, das, mit der Straßenbahn zur Arbeit. Also zahlst du deine Steuern in Deutschland? Also folgst du dem deutschen Staat? Dann bist du ja auch ein Kuffar, weil du dem deutschen Staat folgst. Nee. In der Zeit des Propheten, der Bruder von Ali ibn Abi Talib, der ist zu Najashi gegangen. Sie waren Christen. Was hat das damit zu tun? Nein. Die Rafa war, wir dürfen nicht mal eine Regierung gründen, da kein Imam gibt, der sündenfrei ist. Das heißt, wir müssen nur zu den anderen Ländern gehen und einfach nur dorthin, da wo wir unsere Ruhe haben, dort leben. Ich sage zum Beispiel, die Sunniten sind zwar Kuffar, aber die Christen sind meine Geschwister. Ja, ayyuhalladhina amanu im Koran, oh ihr, die ihr glaubt. Gemeint wem? Ja, die gläubigen Moslems. Nein, die Christen. Okay. Ja. Das heißt, aber bei uns, wir sind offen für alle Kulturen, wir sind offen für außer die Sunniten, dürfen wir nicht. Und ja, wir haben gar keinen, wir sagen nicht Deutscher, oh, der ist Deutscher, nee, ich feiere sogar Christmas. Ja, und? Wie du feierst Christmas, wir sollen doch nicht so sein. Ich habe Freunde, die Christmas feiern und ich treffe mich mit denen, ich sitze, na gut, ich trinke keinen Glühwein, aber wir essen was zusammen, wir quatschen. Ja, natürlich. Aber das widerspricht wieder allem, was du gesagt hast. Nein. Du hast gerade gesagt, du feierst Christmas. Ja, natürlich, ja. Wo liegt das Problem? Erklär mir das. Wir sollen nicht den anderen ähneln? Den Kuffars ähneln, sag ich mal so, in deinem Wortgesetz? Guck mal, wenn ich jetzt mit einem christlichen Bruderherz, wenn ich mich mit einem christlichen Bruderherz treffe... Was trinken gehen, was essen gehen. Warte mal. Erstens habe ich dir aus dem Koran gegeben, ja, ayyuhalladhina amani, oh ihr, die ihr glaubt. Das gemeint die Christen. Mach mal weiter mit dem Satz, ja? So. Oh,
Oh, ihr, die ihr glaubt, ja, ayyuhalladhina amanu, amanu billahi wa rasul, oder es gibt noch ein anderer Vers, ja, ayyuhalladhina amanu, und dann und so weiter. Ja. Das heißt, die Christen sind keine Ungläubige für mich. Das heißt, ich treffe mich und wir trinken Chai, wir kochen, wir reden über Aisha. Wir machen was. Aber das bedeutet nicht, dass ich die Dings sehe. Aber was die Sunniten anbelangt, nein, dürfen wir nicht. Gemäß unserer Glaube dürfen wir nicht. Die sind unsere Feinde. Weil der Christ, er wird Aisha beleidigen. Der ist mein... Er wird Gefährten des Propheten beleidigen. Er wird diese Gesandte beleidigen. Er sagt, ah, oh, der Gesandte. Ich finde diese Aussage gerade eigentlich recht traurig, die du gerade sagst, aber... Ja, guck mal, dieser Bruderherz hier. Der ist mein Bruder. Ja, die sind unsere Geschwister. Wieso soll ich mit einem Christ zum Beispiel debattieren? Warum, weshalb? Sie sind friedlich, sie sind gute Menschen. Guck mal, wir kommen hier, sie haben uns Dach über den Kopf gegeben. Wenn wir trauen, dann kommen sie mit einem Kreuz. Er sagt, ich bin Christ, aber ich bin gekommen, um dir ein bisschen Respekt zu zeigen. Aber was Christmas angeht, es gibt Idioten, die sagen, nee, mach nicht mit. Wieso macht denn... Sie haben Respekt gezeigt, hey, gibt doch genug Videos auf YouTube. Dann zeig doch auch Respekt. Zeig mal, dass wir nicht zu diesen Menschen gehören. Zeig mal, dass wir nicht die Menschen angreifen. Zeig mal, dass wir nicht gewalttätig sind wie sie. Zeig mal, dass sie die Kuffar sind und wir, die Gläubige. Wir haben nicht mit diesen Menschen zu tun. Wir haben nicht die gleiche Glaube. Die kommen hier, zeig mal. Seid offen. Christmas, ja, Christmas, wo ist das Problem? Wir sitzen miteinander, wir trinken Chai oder du trinkst dein, was du willst. Wir essen zusammen, wo ist das Problem? Ich habe ein Video gesehen, guck mal. Ich habe ein Video gesehen, irgendeine Dame, sie trug keine Kopftuch, aber ihre Tochter, sie mochte den Islam. Aber welcher Islam? So, Aisha, Abu Bakr. Nach einer gewissen Zeit, sie wird auch nach Syrien gehen und da, oder in den Irak irgendwie, die Menschen, jetzt darf ich nicht im Live sagen. Diese Frau sagte, oh, ja, ich bin christlich und meine Tochter mag den Islam und jetzt wird meine Tochter, jetzt werde ich für sie einkaufen, so Kopftuch und so Abaya. Guck mal. Diese Frau ist christlich, sag ich. Und wie? Sie folgt jetzt zu 100%. Sie trifft diese Schiur, ja, Aisha, Mutter der Gläubigen, und dann machst du diese Schattenboxen in Deutschland. So. Ich schwöre, ich werde mich schämen. Guck mal, wie sie sind. Wir müssen sie beweisen. Sie haben nur dieser Taratir gesehen. Sie haben uns nicht gesehen. Wir müssen uns beweisen. Wir sind nicht gewalttätig. Wir gehören nicht zu diesen Menschen. Schiiten, die sie als Geschwister bezeichnen, sie gehören auch nicht zu uns. Nein. Wir haben nicht mit diesen Menschen zu tun. Oh, jetzt. Dieser Chai, Friede sei auf ihm, mach mich ein bisschen so. Sunnat Abu Hanifa. Und Allah beschützt das Buch Gottes. Die Ziege, Friede sei auf ihm, hat den Koran gefressen. Die Ziege, meh, meh. Und er sagt, und wir beschützen das Buch Gottes. Wir beschützen die Ziege kam rein. Denn Allah hat nicht geschafft, so eine Ziege platt zu machen. Überlieferung ist schwach. Na, guck mal hier. Sunan Ibn Majah, machst du auf, schlagst du dir. Ach, hier steht doch, Überlieferung ist authentisch. Aber sie können nicht Arabisch lesen. Was machen wir hier? Wir sagen, Überlieferung schwach. Der Sheikh Amin Al-Nam'an sagte, Überlieferung schwach. Habt ihr gesehen, dieser Sheikh Ibrahim, der macht Vorbereitung. Falls er im Live ist, sei ein Mann und komm, debattiere mit mir. Er sagt was? Er sagt, wir sagen, dass Koran vollständig ist. Die Rafida zweifeln das.
Und wer sagt, dass Koran nicht vollständig ist, dann ist er ein Kafir. Keiner sagt, du like Baltaji. Yani Omar ist Kafir, Aisha ist Kafir. Weil sie sagen, dass Koran nicht vollständig ist. Aber sie reden für diejenigen, die kein Wissen haben. Sie sind alle Lügner, alle. Komm von Abu Bara, diese andere. Alles nur Dreck. Du siehst mit diesen Leuten im Livestream, sie erzählen nur Dreck. Alles Lüge. Und dann präsentieren sie Aisha als Mutter der Gläubigen. Diese Frau. Der Gesandte hatte 9 Frauen. Nur diese Frau. Diese Frau. Yalla, Debatte. Debatte. Jetzt will ich beleidigen. Sie haben Hass. Bist du Sunnite? Oder, nee, ich wollte dir nur sagen, bist du Sunnite? Grüß dich, mein Lieber. Hallo, mein Lieber. Bist du Sunnite wirklich? Shalom. Assalamu alaikum, Shalom, mein Bruderherz. Ich rede mit Sunniten. Ich will diese Sunniten. Isha Ahmadi, bist du Sunnite? Nein, ich bin Scheich. عجيب ليش يعني لا تخلي الشيطان صلى الله عليه وسلم يلعب وياك ده تويفل فخير زي اوف ايم فخير زي من التويفل ايش بيلت مت ديزي شييت مانشما wieso kommt ich rede mit Sunniten jetzt wirst du Schiiten kommen ja ich bin auch der Meinung was sollen wir reden komm was ist Lügner schreib mal was soll ich dir zeigen für Überlieferung was ich gesagt habe was ist Lüge komm Bist du Sunnite? Oder kann man deine Fresse, du Hund? Du hast gesagt Hund, jetzt höre die Antwort. Cool. Egal was du hast, ich komme mit einer Überlieferung. Du hast gesagt Hund. Wusstet ihr, dass ein Hund hat 5 Eigenschaften? Sagte der Imam bei uns, er sagte, ein Hund hat 5 Eigenschaften und ein Gläubiger sollte diese Eigenschaften haben, diese 5 Eigenschaften. Nicht nur das. Es steht eine authentische Überlieferung bei den Sunniten. Der Gesandte, er sagte, die Hunde von Hauab, Hauab ist ein Ort. Die Hunde von Hauab werden diese Frau anbellen, die, yani, der meinte, der, die nach dem Tod des Propheten gegen Ali ibn Abi Talib kämpft und den ersten Schlacht zwischen die Muslime durch Aisha. Nachdem der Gesandte das gesagt hat, Aisha lachte. Aisha hat gelacht. Aisha kam nach dem Tod des Propheten zu diesem Ort. Die Hunde haben Aisha angebellt. Du hast mich als Hund bezeichnet. Ich schwöre auf alles, was heilig ist. Ein Hund hat Ehre, mehr als du und deine Religion. Sogar die Hunde haben deine Mutter Aisha angebellt und gesagt, ja, das, was der Gesandte nämlich, das war ein Zeichen, was der Gesandte zu Aisha sagte. Aisha, geh nicht mehr weiter. Aisha, marschiere nicht mehr weiter. Erste Schlacht zwischen die Muslime von einer Frau, Aisha. Aisha. Allah btalakum ob Aisha. Allah btalakum ob Aisha. Den Rest wollen, die wollen halt nur beleidigen und so, sie wollen nicht debattieren. Für meine christliche Geschwister, soll ich eine Dings hier anmachen? Weil ich werde das live beenden, aber für die Christen soll ich etwas anmachen für euch? Habt ihr ein... Ne, ich mache für die Christen was an. Habt ihr etwas...
bei euch Christen, habt ihr einen, warte mal. Wie heißt das nochmal, Bruder? Ist das auf Deutsch oder? Habt ihr was auf Deutsch, dass ich etwas? Achso, okay. Hier, das ist für meine christliche Geschwister, weil ich mag euch bei Allah, ich mag euch und ich habe wirklich viele. Ich sage nichts. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Steckenstab tröstet mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes, Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. So, meine christlichen Geschwister, für euch, ich sage, möge Jesus euch segnen. Und für die Rafida al-Mu'minin, ich werde das live beenden. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ala baytihi al-tayyibin al-tahirin, wa la'anatullahi ala a'daihim ila yawm al-qiyama ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.